Hallo und willkommen zu unserem kleinen Hörspiel im H.P. Lovecrafts Cthulhu-Universum, das im Cthulhu Now spielt, und zwar heißt das Abenteuer Connected. Und ich bin natürlich nicht alleine unterwegs. Ich habe mit dabei den Piccolo, der spielt Mr. Moriarty, Special Agent Mr. Moriarty. Hallo. Dann haben wir die Sora, die spielt Special Agent Dr. Sky Porter. Hallo. Dann den Proleten Paul, der spielt Special Agent Professor Dr. Hank Vogt. Mahlzeit. Und wir haben Cradle, der spielt Special Agent Franklin Jeske. Moin, Jeske. Jeske, okay, Jeske, wir versuchen es so. Gut. Bleiben wir bei Special Agent Jeske. Gut. Ja, kurz gesagt, wir spielen, wie gesagt, ein Cthulhu-Abenteuer. Das heißt, es wird hier vermutlich ein wenig gruselig und vielleicht auch blutig zur Sache gehen. Falls ihr damit Probleme habt, solltet ihr das vielleicht nicht unbedingt schauen. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß und ich mache jetzt kein großartiges Drumherum. Wir legen direkt los. Und zwar ist es, ja, es ist früh, sehr früh. Ihr liegt jeweils in eurem heimischen Bett. Es ist 4 Uhr morgens, eigentlich seid ihr so mitten in eurer REM-Schlafphase, als euer Handy losgeht und der, naja, nennen wir es Dienstwecker klingelt. Das heißt, ihr kriegt eine wichtige Nachricht auf euer Handy gelegt, in dem kurz und knapp steht: Code 775, Entführung, eventuell Mord, Einsatzbesprechung 5 Uhr. Und ihr wisst genau, alles klar, ihr habt eine Stunde Zeit, um ins Büro zu kommen, zu eurer Einsatzbesprechung. Bei wem fangen wir denn an? Fangen wir doch mal an bei Special Agent Franklin Jeske. Was denkst du dir? Es ist noch zu früh. Aber Arbeit ruft. Also aufstehen, frisch machen. Was weiß ich, eine Kleinigkeit, schnelle Kleinigkeit zu essen fertig machen. Und unterwegs dann auf dem Weg zur Arbeit ampfen und einen Coffee to go unterwegs holen. Alles klar, du machst dich langsam fertig und begibst dich ins Büro zu eurem FBI-Director Ernest Hobbs. Und wie sieht das Ganze denn bei Special Agent Professor Dr. Hank Vogt aus? Eines Tages werde ich nochmal eine Studie darüber machen, warum die immer so früh schreiben, uns am Wecken müssen. Ja, mache ich mir mal einen Kaffee und dann ziehe ich mich an. Ja, dann würde ich mir ein Käffchen machen, mich anziehen, Zähne putzen und ganz gemütlich Richtung Basis quasi losmachen. Alles klar, du machst dich auf und ja, setzt auch deinen Arbeitsweg an. Es ist wie gesagt noch wirklich früh. Wie sieht es denn bei Special Agent Dr. Sky Porter aus? Ja, ich wache auf und hüpfe direkt unter die Dusche, schnapp mir dann meine Schultertasche mit meinem ganzen Kleinkram dann und mache mich direkt auf den Weg. Frisch und froh, Frühaufsteherin. Genau. Gut. Und dann haben wir noch Special Agent Conrad Moriarty. Naja, etwas zerknittert gucke ich auf das Display. Denk mir noch, gestern ist es definitiv zu spät geworden. Quäle mich dann aus dem Bett, stelle mich unter die Dusche, ziehe mich an, schnapp mir aus dem Kühlschrank ein angebissenes Sandwich von gestern und kippe mir aus der Kanne Kaffee, die bei mir immer in der Kaffeemaschine steht, gerade eine Tasse ein und fahre dann los. Ja, das kannst du tun. Und ja, was macht denn
Special Agent Franklin Jeske noch? Auf dem Weg zur Arbeit, da ich heute mal keine Lust habe, selbst zu fahren, sondern lasse mich fahren, gucke ich auf dem Handy noch ein bisschen meine Finanzen durch und spekuliere ein bisschen an der Börse. Vielleicht lässt sich ja wieder mal ein bisschen Geld machen und nutze da so mein Computer-Know-how und alles, was ich mir sonst so noch in der Hinsicht angeeignet habe, um da noch mal ein bisschen was rauszuholen, so das Maximum. Ja, du findest auch wieder irgendein Startup, das sehr vielversprechend aussieht, wo du vielleicht das ein oder andere fünfstelligen Betrag rein investieren könntest. Sieht so aus, als würde sich das lohnen. Und ja, dann kommt ihr am Büro an und macht euch auf. Trefft euch wahrscheinlich relativ zeitgleich in der Lobby unten. Der Nachtportier lässt euch rein und schaut euch zu. Ihr seid aber früh unterwegs. Ja, was soll man sagen? Die Arbeit ruft. Einsatzbefehl ist Einsatzbefehl. Verbrechen ja. Schläft nie, ne? Wisst ihr ja. Das ist wohl wahr, das ist wohl wahr. Müsst ihr rauf zu Hobbs? Ja, Entschuldigung. Director Hobbs natürlich. Er rollt so ein bisschen mit den Augen. Ja, leider müssen wir zu dem alten Knaben. Früher war ein Hipster, jetzt Hobster, ne? Wenigstens bin ich nicht der Einzige, der Hobbs geht. Hängt, bist du dem schon wieder auf den Fuß gelatscht, oder was? Damit sag ich, habe mein Idealstandardgewicht schon vor 3 Monaten erreicht. Nee, weil du gerade gesagt hast, früher war ein Hipster, jetzt Hobster, bist du ihm auf den Fuß getreten oder was? Ja, selbstverständlich doch. Der hat sich doch selbst in den Fuß geschossen. Ja, geht durch. Ich gebe euch den Aufzug 3 frei. Danke dir. Und damit seht ihr, wie am Aufzug mit der Nummer 3 ein grünes Lämpchen angeht. Ihr wisst, nachts müssen die freigeschaltet werden. Tagsüber ist sie natürlich frei zugänglich, aber aus Sicherheitsgründen werden die nachts quasi von der Zentrale gesteuert. Ja, und dann begebt ihr euch in den Aufzug und fahrt in die 3. Etage dieses Gebäudes ins Büro des FBI-Directors Ernest Hobbs. Der Aufzug blinkt, beziehungsweise es gibt so ein kurzes Bing und die Türe öffnet sich vor euch. Ein relativ langer Gang führt mit rechts und links abzweigenden Büros natürlich an das Hauptbüro mit der großen Glastür, wo euch schon euer Director entgegenblickt. Und mit einem kurzen Handzeichen nur so rüberwedelt, kommt mal schnell vorbei. Er winkt euch kurz herein. Da würde ich hingehen. Geht doch. Go. Ja, das Büro hat natürlich eine wunderbare Aussicht auf Washington DC. Leicht im Hintergrund ist das Weiße Haus zu sehen. Eigentlich ein wunderbarer Blick hier über die Stadt. Es ist dunkel. Nicht mal mehr sonderlich viele Lichter sind an. Also selbst die Stadt schläft fast noch. Und ja, er winkt euch herein. Zeigt dann, deutet nur kurz auf die 4 Stühle, die schon bereitstehen. Sagt dann, Ladies, Gentlemen, setzen Sie sich bitte. Ich will gleich zur Sache kommen. Wir haben es hier mit einem Fall von Entführung und wahrscheinlich auch Mord, möglicherweise sogar einem Serienmörder zu tun. Vor 5 Stunden wurde in Branson, Missouri, eine Studentin namens Eleanor Scott ins Krankenhaus eingeliefert. Miss Scott ist die Nichte des demokratischen Kongressabgeordneten Jason L. Scott. Das sagt euch natürlich allen was. Nach unseren bisherigen Informationen hat Miss Scott angegeben, zusammen mit 3 Freunden auf einer Campingtour im benachbarten Arkansas in der Nähe der Kleinstadt Twin Valley entführt worden zu sein.
Miss Scott hat ausgesagt, ihre Freunde befänden sich noch in der Gewalt des Entführers und dass ihr Freund Bob Hughes vom Entführer ermordet wurde. Miss Scott konnte entkommen, hat sich auf der Flucht aber offenbar verlaufen, weshalb sie jenseits der Staatsgrenze von Missouri von einem Ehepaar namens Alistair aufgenommen wurde. Miss Scott ist offenbar sehr verstört und konnte nur wenige Angaben machen. Die noch vermissten Studenten sind Betty Fitzgerald und Peter Bishop. Da bei diesem Fall eine Staatsgrenze überschritten wurde und außerdem eine Verwandte eines Abgeordneten betroffen ist, sind wir zuständig. Ich brauche Ihnen wohl nicht extra zu erklären, dass Sie mit den örtlichen Behörden zusammenarbeiten sollen. Vermeiden Sie Kompetenzstreitigkeiten, aber lassen Sie sich auch nicht auf der Nase herumtanzen. Immerhin haben wir noch mindestens 2, möglicherweise 3 Menschenleben zu retten. Die Zeit drängt also. Der Abgeordnete Scott hat sich bisher nicht zu dem Fall geäußert, aber es versteht sich von selbst, dass er eine schnelle Erfolgsmeldung begrüßen würde. Miss Scott liegt zurzeit noch im Zentralkrankenhaus in Branson. Die Polizei in Branson und das Büro des Sheriffs in Twin Valley wurden bereits über unser Kommen informiert. Packen Sie Ihre 7 Sachen und machen Sie sich auf den Weg. Okay. Ja, ich hätte mir nebenbei Notizen aufgeschrieben. Ja, klar, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Noch irgendwelche Fragen, bevor Sie aufbrechen? Ja. Kümmern wir uns eigentlich wie immer selber um die Unterkunft oder ist diesmal was geschehen? Nein, ist schon gebucht im Grand Hotel in Twin Valley. Oh. Ja, wenigstens nicht wieder so eine billige Klatsche. Dann würde ich sagen, können wir los, oder? Ja. Haben wir mit Unterstützung vor Ort durch das FBI zu rechnen oder sind wir das kernermittelnde Team? Sie sind das ermittelnde Team. Sie sollten nur mit den örtlichen Behörden, das heißt den Sheriff, zusammenarbeiten. Und wie gesagt, nach Möglichkeit keine Kompetenzstreitigkeiten. Fährt jeder für sich hin oder schauen wir alles zusammenfahren? Die Tickets sind bereits gebucht. Sie werden nach Branson Airport fliegen und dort haben sie einen tauglichen Mietwagen. SUV? Geländegängig, natürlich. Sehr schön. Damit kann man doch arbeiten. Ansonsten hätte ich jetzt eins meiner Autos genommen und wäre hingefahren. Nun, die Zeit drängt. Das würde doch deutlich zu lange dauern. Auch für Java. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Gut, dann viel Erfolg und erstatten Sie Bericht. Machen wir. Wenn möglich täglich. Mal schauen. Gut. Mal schauen. Also ich würde vorschlagen, wir rüsten uns aus und treffen uns dann am Flughafen. Wann wollen wir uns denn am Flughafen treffen? Also welche Uhrzeit? Ah, wann geht eigentlich unser Flug? Er hält euch schon die Tickets entgegen. In einer Stunde geht der Flieger. Ja, gut. Gut. Gott sei Dank habe ich meinen Kram immer im Auto. Mhm. Richtig so. Na, nochmal in die Rüstkammer, würde ich sagen, wa? Oh. Ja. Naja, gut, ja, aber normales Equipment habt ihr natürlich immer griffbereit hier irgendwo. Ja, ich habe nur einen fertig gepackten Koffer im Auto. Einsatzbefehle sind jetzt nun schließlich nichts Neues. Ja, also wie gesagt, ihr dürftet euer normales Einsatz Equipment durchaus griffbereit haben, das ist gar kein Ding. Ja, wenn ihr sonst nichts Außergewöhnliches mehr hier machen wollt, noch keine weiteren Fragen habt, begebt ihr euch zum Flughafen.
Wenn ihr wollt, können wir alle mit meinem Auto fahren. Da sollte eigentlich für uns Platz genug sein. Bin mit dem Großen da. Mir aus? Ja. Spart Ressourcen. Ich schätze mal, wie viel wir denn jetzt eh eine Weile zusammenarbeiten müssen. So sieht's aus. Also ja, wenn ich mich dann mal, falls ihr mich noch nicht kennt, ich bin Dr. Sky Porter. Ja doch, ich gehe davon aus, dass ihr euch auf jeden Fall alle schon kennt. Ach so. Aber okay. Ihr könnt euch ja mal kurz vorstellen, den Zuhörern. Wer ist denn Special Agent Dr. Sky Porter? Dr. Sky Porter ist eine FBI-Agentin. Sie wollte schon von klein auf, wird gesagt, der Gerechtigkeit dienen. Sie hat neben ihrem FBI-Studium, wenn man Studium sagen kann, ist sie auch ausgebildete Gerichtsmedizinerin. Und hat auch schon einige Fälle mit bearbeitet und ja, hat sich so ihren Platz beim FBI verdient. Und sie ist 30 Jahre alt. Mr. Franklin Jeske ist 32, hat schon in sehr jungen Jahren gemerkt, dass er eine sehr starke Affinität zu allem Technischen hat und hat sich autodidaktisch das ein oder andere angeeignet und ist aber so. Ja, ihm macht das Hacken zwar Spaß, aber er will jetzt dafür nicht in den Knast wandern. Deswegen hat er irgendwann, als er dann älter war, von seinen Eltern gehört, dass hin und wieder auch von verschiedenen Firmen Hacker angestellt werden, um einfach mal deren Sicherheitssysteme zu kontrollieren. Durch blöden Zufall ist er auf der falschen Seite gekommen und hat leider das FBI getroffen. Die haben ihn dann angeworben und seitdem ist er Computerfachmann für alles Technische, was es beim FBI so anfällt und hat halt so seine ganzen technischen Finessen und er ist auch beim Online-Banking beziehungsweise bei Aktienkursen und bei Anlagen, wie man ja vorhin schon gehört hat, sehr bewandert und ich sag's einfach mal salopp, scheffelt da ziemlich viel Geld. Ist recht wohl. Ja, wie sieht's denn bei Special Agent Conrad Moriarty aus? Ja, Special Agent Conrad Moriarty ist entgegen seines etwas berüchtigten Namens dann doch auf der Seite der Guten. er ist 30 Jahre alt, investigativer Special Agent beim FBI. Sein Vater und seine Mutter sind Immigranten aus Japan. Er ist aber schon in den USA geboren. Sein Vater war damals Polizist, seine Mutter Rechtsanwältin und ist im Prinzip schon in jungen Jahren quasi mit Polizei und Gerechtigkeit und sowas alles aufgewachsen und hat dann irgendwie dann auch den Weg über die Polizei dann zum FBI gefunden. Ja, sehr schön. Und dann haben wir noch Special Agent Professor Dr. Hank Vogt. Ja, der Professor Dr. Hank Voigt übrigens. Voigt, Entschuldigung. Ich versuche es mir zu merken. Alles gut. Ist Psychologe. Geboren in Chicago. Ist dann zu Studienzwecken irgendwann nach Washington gekommen. Und hat tatsächlich dann über seinen damaligen Lehrmeister den Weg zum FBI gefunden, weil der damals schon mit denen zusammengearbeitet hat und irgendwann in einem Fall haben sie dann auch Hank zur Rate gezogen und ja, er ist dann halt einfach hängen geblieben sozusagen. Und er hat eine leichte Zwangsneurose, also er kontrolliert dann öfter mal, ob er die Tür auch richtig zugeschlossen hat oder ob das Licht richtig aus ist und ist manchmal selbst davon ein wenig genervt, aber manchmal kann er es halt auch einfach nicht unterdrücken.
Ja, Psychologen haben ihre eigenen Psychosen. Genau. Ja, wunderbar. Also ihr fahrt den Fahrstuhl wieder herunter und begebt euch dann mit dem Wagen von Special Agent Jeske zum Flughafen. Steigt dort in die kleine Maschine, die euch rüber nach Branson Airport bringt. Euer Flugzeug landet am Branson Airport. Wenn ihr auf die Karte guckt, das ist hier unten. Ich sollte mir auch einen Marker nehmen. Hier, genau. Und dort werdet ihr natürlich als FBI-Agenten direkt durchgewunken. Da gibt es gar keine großartigen Kontrollen oder ähnliches. Euch erwartet auch ein Mietwagen. Ein neuer, naja, fast neuer SUV. Gut ausgestattet. Da könnt ihr eure ganzen Sachen hinten reinladen. Habt vorne sehr viel Platz. Und ja, ihr seht schon, der ist durchaus auch geländegängig. Natürlich jetzt kein direkter Offroader, aber für die normalen Straßen und auch so vielleicht etwas hügeligeren Gegenden durchaus geeignet. Man könnte damit vermutlich auch mal, wenn es denn sein muss, irgendwo querfeld einfahren. Ja, und dann sitzt ihr in eurem Wagen. Wo wollt ihr denn zuerst hinfahren? Am besten zu den örtlichen Ermittlungsbehörden. Ja. Das heißt, einen Überblick schaffen. Genau, wie gesagt, ihr hättet halt, ihr sollt euch ans Polizeirevier Twin Valley wenden, denn der Sheriff ist informiert, dass ihr kommt, und natürlich in Branson, in der großen Stadt, ist das Krankenhaus, in dem Eleanor Scott liegt. Ja, wollte ich sagen. Treffen wir uns erstmal in Twin Valley mit denen. Genau, die Behörden und dann das Krankenhaus. Ja. So, in Branson sind wir, glaube ich, auch untergebracht, ne? Nee, in Twin Valley. Achso, in Twin Valley, okay. Ja, also das Grand Hotel in Twin Valley wäre das, wo ihr die Übernachtung habt. Es sei denn natürlich, ihr sagt, nee, wir wollen woanders hin. Aber dafür hättet ihr Buchungen. Da würde ich dann vorschlagen, bei den Behörden, ich sag mal, vorstellig werden, dann kurz Kram ins Hotel bringen und dann ins Krankenhaus. Wir schauen mal. Ich würde sagen, wir schauen uns tatsächlich erstmal die Behörden an, vielleicht auch den Tatort, und dann können wir ja weitersehen, ob es Sinn macht, die Entführte schon zu das Opfer schon zu befragen. Ich würde vielleicht noch im Krankenhaus anrufen und die Ärzte bitten, sie noch nicht zu entlassen, falls sie sich selbst entlassen möchte. Ja, du rufst im Krankenhaus in Branson an und eine Stimme meldet sich. State Hospital Branson, was kann ich für Sie tun? Ja, hallo, FBI-Agentin Dr. Sky Porter hier. Bei Ihnen müsste eine Patientin namens Eleanor Scott liegen. Stimmt das? Lassen Sie mich eine Sekunde nachschauen. Du hörst Getippse von einer Tastatur. Ja, sie wurde eingeliefert. Ah, ich sehe schon, der Vermerk, dass FBI-Agenten erwartet werden. Ja, sie ist hier. Genau, es geht mir nur darum, dass Sie sie bitte noch nicht entlassen, falls sie gehen möchte. Wir würden ihr gerne noch ein paar Fragen stellen. Selbstverständlich, aber sie stockt kurz. Ich glaube, das wird auch noch nicht gehen. Sie ist noch nicht wieder bei Bewusstsein. Achso, das ist gut, okay. Sie liegt auf der Intensivstation und wie gesagt, noch nicht wieder bei Bewusstsein. Okay, nee, das wollte ich nur sicherstellen, dass sie nicht dann weg ist, wenn wir da gerade ankommen. Selbstverständlich. Okay. Kann ich sie unter dieser Nummer erreichen, falls es wichtige Änderungen geben sollte? Ja, aber natürlich, können Sie gerne machen. Sehr gut. Haben Sie vielen Dank. Danke Ihnen. Sehr gern. Ja, und dann würde ich mich verabschieden und dann auflegen wieder. Wer von euch fährt denn euer Auto?
Dafür muss man jetzt nicht zwangsweise die viele Punkte. Nein, also ihr könnt alle Auto fahren, das ist gar kein Ding. Ich wollte schon sagen, hoffentlich bitte eine mit Führerschein. Das ist gar kein Ding, mir geht es nur gerade so drum, wer jetzt fährt und wer sich eher die Landschaft anguckt. Und na, ich war. No. Ich würde auf meine Papiere starren, was ich mir notiert habe. Mhm. Ich gucke mir tatsächlich die Landschaft an. Ich kann mir schon vorstellen, dass in dieser Umgebung gegebenenfalls Spuren relativ leicht weg sind. Da hast du wohl recht, also dir oder euch fällt wahrscheinlich ziemlich schnell aus. Es ist, typische ländliche Region. Es ist trocken hier. Überall, Mich beziehungsweise hauptsächlich Nadelwälder. Leicht staubig überall. Das heißt, wenn hier wirklich Spuren sind, sind die in der Regel ziemlich schnell wieder weg. Ja, so macht ihr euch auf, fahrt den Highway 65 gen Süden, überquert die Staatsgrenze nach Arkansas und dann auf der Landstraße 14 fahrt ihr zuerst durch eine kleine Ortschaft namens Crest, dann ein etwas größeres Städtchen, größer ist jetzt relativ, aber ein bisschen was größer, Omaha. Weiter geht's dann, irgendwann biegt die Landstraße nach Osten ab und ihr kommt an New Hope vorbei. Das ist so ein ganz kleines, man könnte sagen Dörfchen, das offensichtlich zentral um eine Kirche herum gebaut worden ist. Und von da aus biegt ihr dann ab auf einen jetzt schon nicht mehr asphaltierten Weg, der aber zumindest noch gut befahrbar ist. Also er ist fest, aber eben nicht asphaltiert. Es staubt hinter euch und ihr kurft euch durch die Wälder und durch die Felder drumherum. Ihr seht so vereinzelt ab und zu mal Farmen und dann kommt ihr tatsächlich in das Örtchen Twin Valley. Die Provinz. Ich liebe es, in der Provinz zu sein. Man fühlt sich immer so willkommen als FBI-Agent. Ja. Der Empfang ist ja auch so beschissen wie irgendwie. Wir müssen den Leuten ja bis auf denen, die uns erwarten, erstmal nicht sagen, wer wir genau sind. Als du das sagst, der Empfang ist so beschissen wie eh und je, als die nach Twin Valley reinkommt, wird es auf einmal enorm gut. Also ihr habt extrem guten Internetempfang hier. Ich bin hier kaputt. Das ist nicht kaputt. Vielleicht haben sie uns erwartet und haben extra noch meine Satellitenschüsse aufgestellt, dass besseres WLAN ist oder sowas. Ich kann mir höchstens vorstellen, dass hier irgendein Technikunternehmen anwesend ist, also ansässig ist. Ja. Als er das sagt, zück ich mein Handy. Ach nee, Quatsch. Geht ja nicht, ich fahr ja. Wenn wir geparkt haben. Ja, gut. Also noch fahrt ihr. Okay, dann fahren wir erstmal noch. Ihr fahrt und es ist ein kleines Städtchen. Eigentlich schon fast noch ein Dorf, aber es wird offensichtlich dann doch hier in der Region schon als Stadt bezeichnet. Es dürfte relativ einfach sein, das Sheriff's Department zu finden. Aber da es jetzt noch früh am Morgen ist, kommt ihr gerade hinter einem Schulbus zum Stehen, denn in den USA ist das natürlich, überholt man keine Schulbusse. Und ihr seht ein paar Kinder, die da an der Ecke stehen und jetzt einsteigen wollen. Und ihr könnt mal, damit wir schon mal angefangen haben zu würfeln, einfach mal einen, was würde ich denn da sagen? Verborgenes Erkennen. Eigentlich schon fast zu viel, aber ja, vermutlich ja. Ein verborgenes Erkennenwurf machen. Okay. Und sofort. Wie geht's? Hä? Wie geht das denn jetzt?
Du hast bei deinem Charakterbogen neben dem... Ja, hat schon. Hat er? Ja, hat. Ihr habt schon gewürfelt. Oh, Entschuldigung. Ja, alles gut. Also, ja, Professor Dr. Hank Void, Entschuldigung, und Dr. Sky Porter, euch fällt das jetzt nicht so direkt auf, ihr guckt euch noch so um, sieht eigentlich alles ganz normal aus hier, aber Special Agent Moriarty und Special Agent Jeske, euch fällt relativ schnell ins Auge, die ganzen Schulkinder hier, die haben einfach nur eine Tasche mit einem Laptop dabei, keine normalen Schulranzen oder ähnliches. Das ist so, das fällt euch so zwischendurch auf. Ziemlich modern für so ein Provinznest hier. Wollte ich auch gerade sagen. Also, das ist alles andere als Standard für so ein kleines Nest. Und ja, dann setzt sich der Schulbus weiter in Bewegung. Ihr setzt euch dahinter. Der biegt dann irgendwann ab und ihr könnt weiterfahren. Und erreicht dann relativ problemlos das Sheriff's Department. Ihr seht ein dreistöckiges Gebäude. Flaches Dach. Gelb verklinkerte Wände und dann vergitterte Fenster. Vor dem Gebäude ist ein Parkplatz. Davon sind 5 Parkplätze für Streifenwagen reserviert. Auf denen auch 5 Streifenwagen stehen. Und ja, der Rest des Parkplatzes ist noch frei. Na, dann suche ich mir einen freien Parkplatz, möglichst in der Nähe vom Eingang, und park dann ein. Ja, kein Problem. Und sobald wir dann stehen und ausgestiegen sind, zücke ich erstmal mein Handy und gucke im Internet nach, was hier jetzt eigentlich gerade Phase ist oder seit wann hier auf einmal alles so technologisch modern ist. Man guten Empfang hat, alle Schüler nur noch mit Laptops rumlaufen und. Wie willst du denn das nachgucken? Na, übers Handy, übers Internet. Ja, ja, aber nach was willst du gucken? Geschichte der Stadt als Beispiel. Der Werdegang der Stadt. Ja, dann findest du so einen typischen, vermutlich Wikipedia-Eintrag, in dem steht, dass das ein ganz früher mal ein Holzfällerdorf war und mit der Zeit hat sich das entwickelt. Ein bisschen was Industrie und Farmen sind dazugekommen und so hat sich das ganze Dorf zu einem kleinen Städtchen entwickelt. Und als letzten Eintrag siehst du dann auch noch so ein Ding. Twin Valley bezeichnet sich selber als sicherste Stadt des Landes. Allerdings findest du keinen Eintrag, warum es jetzt hier so viel Technologie geben würde oder warum die der Funk so gut ist. Na gut, das behalte ich aber erstmal im Hinterkopf. Marinieren würde ich sagen, wa? Ja, klingt nach einem Plan. Ja, es ist jetzt morgens. Ihr seid um 5 Uhr bei der Besprechung gewesen. Euer Flug ging um 6. Dann seid ihr vermutlich so gut 2 Stunden geflogen. Das heißt, bis ihr dann endlich hier seid, jetzt müssten es etwa 10 Uhr sein. Ihr geht rein. Ihr seht einen kleinen Empfangsbereich hinter einem so ein normaler Schreibtischtresen, der dann vergittert ist nach oben hin, sitzt ein junger Mann, offensichtlich Deputy, ein kleiner gestutzter Kinnbart, kurze Haare, hat so eine kleine Narbe hier oben an der Stirn, überm Auge und
guckt kurz hoch. Ach, guten Tag, die Herren, die Dame, was kann ich für Sie tun? Ja, guten Tag, wir sollten uns hier melden wegen dem, ja, Elena Scott-Fall. Ah, ja, natürlich. Entschuldigt. Mein Name ist James Primble, Deputy Primble. Ich bin der Hilfs-Sheriff. Es tut mir leid, der Sheriff ist gerade in einer Besprechung. Soll ich ihm nur Ihre Ankunft melden oder möchten Sie auf ihn warten? Es könnte allerdings ein bisschen dauern. Was heißt ein bisschen? Ein bisschen heißt Viertelstunde oder ein bisschen heißt 2 Stunden? Ich kann es Ihnen nicht genau sagen. Wie gesagt, er ist in einer wichtigen Besprechung. Ich würde sagen, ja, vielleicht 1 Stunde. Ja, dann geben Sie ihm am besten meine Nummer. Dann soll er uns anrufen, wenn er Zeit hat. Und wir richten uns derweil dann in unseren Hotel oder Zimmern ein. Aber selbstverständlich. Er notiert sich deine Nummer, beziehungsweise er tippt deine Nummer in einen Computer ein, der vor ihm steht. Können Sie uns vielleicht schon mal eine Kopie der Fallakten mitgeben? Eine Kopie? Ja, brauchen Sie einen Ausdruck. Sie können das auch dem Kollegen gerne aufs Tablet schicken. Ja, schicken Sie mal rüber und gebe ihm die Adresse, an die er sie schicken soll. Ah, prima. Ich wusste nicht, dass das FBI so gut ausgestattet ist. Und er tippt kurz in seinen Computer und ihr kriegt eine kurze Zusammenfassung von dem bisherigen Bericht, wobei noch gar nicht so viel da drin steht. Ja. Eine Frage, sagen Sie mal, seit wann ist das hier eigentlich so hochtechnologisiert? Das ist ja für so ein kleines Dörfchen oder Kleinstädtchen doch recht ungewöhnlich. Vor allen Dingen auch der Empfang ist hier so spitze, dass man ja nicht hier wohnt. Oh, nun, wir haben lassen Sie mich überlegen, 3 Jahren hat es angefangen, dass wir... Nun, es gab eine Bürgerinitiative, in der wir nun die Technologie voranschreiben. Schließlich macht es das für alle leichter, nicht wahr? Mal so, mal so. Und wo habt ihr die ganzen finanziellen Mittel her? Nun, jeder Bürger bezahlt seinen Teil. Oh. Das ist ja mal praktisch. Das ist ja nur fraglich, woher die Bürger so viel Geld haben. Korrekt. Nun, es ist ein recht einfaches Prinzip. Wenn einer eine komplette Stadt ausstatten müsste, wird es für den Einzelnen teuer. Wenn sich jeder daran beteiligt, ist es für jeden nur ein kleiner Teil. Gut, das hier ist jetzt aber nicht New York oder so, das ist jetzt ja recht, ich sag mal, übersichtlich hier. Nun, das macht die Kosten dementsprechend geringer, nicht wahr? Da hat er allerdings nicht ganz unrecht. Wie dem auch sei. Wir sollten zum Hotel. Dass wir uns einrichten. Ja, genau. Gut, ich melde mich, sobald der Sheriff Zeit hat. Sehr gut. Na dann mal los. Ja, ich würde mich dann mal, wenn wir dann rausgehen, zu den anderen umdrehen. Sagt mal, Kollegen, handelt ihr es nicht auch seltsam, dass er nicht mal unsere Ausweise sehen wollte? Der hat uns einfach so alles erzählt. Stimmt. Gut. Meine Marke am Gürtel ist jetzt nicht übermäßig schlecht zu sehen. Ich denke, 2 und 2 werden die noch zusammenzählen können. Außerdem hatte der euer Boss ja schon gesagt, dass ihr angekündigt wart. Ja, aber es kann ja jeder sagen, dass er vom FBI ist. Ja, das ist richtig. Naja, 4 Leute, passende Anzahl, schwarzer SUV.
Ich glaube, da kommt auch ein Deputy aus dem Land drauf. Naja, es sind ja hochtechnologisiert, also. Ja, aber lasst euch nicht von der Technologie beeindrucken. Ich sag's euch. Landei bleibt Landei und Blaukraut bleibt Blaukraut. Ja, mich macht das nur stutzig mit der sehr schnellen, erhöhten Technologie hier. Ja, warum nicht? Weil man dafür gewisse Voraussetzungen braucht und das geht eigentlich nicht so schnell innerhalb von 2 Jahren mit ein paar Peoples hier. Wenn ihr euch so umschaut, macht doch mal ja, ich würde sagen, machen wir einfach nochmal Verborgenes erkennen. Obwohl, das ist eigentlich Quatsch. Verborgenes erkennen ist viel zu speziell dafür. Ich würde mal sagen. Nee, ich denke, es wird dabei bleiben. Ja, nehmen wir Verborgenes erkennen weiterhin. Moriarty und Jeske, euch fällt dann auch relativ schnell auf, dass hier überall so kleine Webcams hängen. An den ganzen Straßen, an fast jedem Gebäude mindestens 2 bis 3. Auch an den Wohnhäusern. Das ist ja hier fast wie Big Brothers Watching You hier. Also, kein Wunder, das ist das wie. Ja fast nichts dagegen. Es ist ja kein Wunder, dass sie das als sicherste Stadt titulieren. Hier kann man ja noch nicht mal ein Papierchen wegwerfen, ohne dass es jemand sieht. Und trotzdem sind wir hier wegen Entführung und Mord. Verdacht auf Mord. Verwechselt euch nicht. Wir sollten vielleicht auch Zugriff auf ihre Aufnahmen der Kameras bestehen. Wenn es der Tathergang hergibt, mit Sicherheit. Ansonsten wüsste ich nicht wofür. Na, wenn hier Personen rumlungern, die sonst hier nicht so rumfahren. Naja, trotz allem ist das hier immer noch eine kleine Stadt. Ich glaube, fremde Personen fallen dann hier doch relativ schnell auf. Gut, ich weiß nicht, wie das mit euch aussieht, aber ich werde jetzt erstmal das Zimmer beziehen, auspacken und dann müsste sich eigentlich schon fast der Sheriff melden. Ja, ihr fahrt die Maple Road hinunter, biegt dann ab auf die Hickory Street und habt dann hier euer Hotel, das Grand Hotel. Und ja, das Grand Hotel ist ja hübsches, ja, etwas älteres Gebäude, 3 Etagen, allerdings doch recht groß. Unten ein Lokal eingebunden und seitlich ist tatsächlich auch eine Bowlingbahn angeschlossen. Wie gesagt, das Gebäude an sich scheint etwas älter zu sein, aber es ist in einem sehr guten Zustand, sehr gepflegt. Allerdings, Grand Hotel ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es sieht jetzt nach einem guten Hotel aus, aber es ist jetzt nichts unglaublich Spektakuläres. Ihr fahrt vor, könnt parken, schnappt euch vermutlich schon eure Klamotten und geht hinein. Ja, dann werdet ihr an der am Empfangsbereich von einem etwas älteren Herrn begrüßt.
der euch kurz anschaut und sich dann vorstellt. Ah, guten Tag, die Herren, die Dame. Harold Baxter, mein Name. Hotelier und Concierge in einem, in unserem wunderbaren Grand Hotel. Was kann ich für Sie tun? Und dann blättert er kurz, beziehungsweise tippt kurz auf einem Pad rum, das da an dem Tresen steht. Ah, Moment, Sie sind bestimmt die FBI-Agenten, für die heute Morgen gebucht wurde? Das hat uns verraten. Wie komme ich darauf? So ist es. Nun, Sie sind vier Personen in nun auffällig schwarzen Anzügen und ich muss ganz ehrlich sein, so viele Touristen haben wir nicht, dass wir da täglich unglaublich viele Buchungen mit vier Personen hätten. Ach, so gut wie Sie kombinieren, können Sie glatt Polizist werden. Ja, vielen Dank, aber nein, ich bleib doch lieber bei als Hotelier. Das ist, wir sind in der dritten Generation in diesem wunderbaren Hotel und sind sehr stolz darauf. Das kann ich verstehen. Wo wir davon sprechen, in letzter Zeit irgendwelche ungewöhnlichen Buchungen so um den Zeitraum der Entführung? Ungewöhnliche Buchungen? Was für eine Entführung? Deswegen wurde jemand entführt. Aber natürlich nicht. Nein. Er liest viele Geschichten. Nun, jetzt machen Sie mich schon ein wenig. Nein. Neugierig, aber gut, ich verstehe, Sie dürfen nicht darüber reden. Natürlich. Nein, also ungewöhnliche Buchungen, nein. Sie können gerne die Buchungen durchsehen, wenn Sie möchten. Sie haben da keine Geheimnisse. Und... Oh. Aber zuerst wäre es noch notwendig, könnten Sie sich bitte kurz eintragen. Und er dreht dieses Tablet, was da an seinem Empfang steht, das steht auf so einem Ständer, dreht das zu euch um und hält euch so einen Touchstift entgegen. Wenn Sie sich bitte kurz eintragen würden. Sie verstehen, dass unsere Anwesenheit vertraulich ist? Selbstverständlich. Aber trotz allem ist es notwendig, sich im Hotelbuch einzutragen. Oh. Ja, ist jetzt ich nichts Ungewöhnliches. Ich würde jetzt da hinschreiben, hier könnte Ihre Werbung stehen. Entschuldigen Sie, Ma'am, Sie sind doch vom FBI, Sie wissen, dass es notwendig ist, die Gäste einzutragen. Selbstverständlich sind die Daten nicht einsehbar für, nun... Die normalen Bürger. Da würde ich dann irgendeinen Namen reinschreiben. Das ist nicht mein eigenen, aber... Irgendein. Wobei dir schon bewusst ist, dass das gegen das Gesetz verstoßen würde. Och. Wo er recht hat. Die Eiterköpfe. Ich meine, ja, wenn jetzt sein muss, würde ich dann... eine Unterschrift reinschreiben, wo man aber jetzt nicht direkt den Namen erkennen kann. Ja, das ist kein Problem. Dann tippt er kurz drauf. Ich nehme an, Sie sind Dr. Sky Porter. Wie kommst du denn auf die Idee? Nun, wie gesagt, die Zimmer wurden bereits reserviert. Mein Gott, alles soll vertraulich sein, die geben unseren richtigen Namen an. Ja, ist sie. Wir wollen heute nochmal fertig werden. Gut. Er dreht es zu dir um, und Sie sind? Special Agent Conrad Moriarty. Gerne, und er drückt wieder auf ein Knöpfchen und das Unterschriftenfeld erscheint und du kannst da unterschreiben. Dann würde ich das in den passenden Schriftzeichen machen. Und das Ganze passiert dann auch bei... Agent Vogt, Agent Voigt und Agent Jeske. Gut. Es sind Einzelzimmer für Sie selbstverständlich reserviert. In der ersten Etage Zimmer 106 bis 110. Bis 109. Okay.
selbstverständlich gegenüberliegend, so dass sie die Zimmer sozusagen gegenüber zusammenliegen. Okay. Dann brauche ich doch wieder meine Europax. Ihr übergebt euch so Chipkarten, mit denen ihr die Türe öffnen könnt. Und während ihr euch hier unten aufgehalten habt, ist euch auch hier wieder aufgefallen, draußen an der Fassade waren wieder drei von diesen Webcams, die installiert sind, und auch hier drinnen sind in der Lobby zwei Stück. Und gar nicht. Wenn ihr dann den Aufzug in die erste Etage nehmt, seht ihr auch im Aufzug eine Kamera, und auch auf den Fluren zu den Zimmern sind auch jeweils so Kameras angesetzt, dass die quasi die Flure im Überblick behalten. Okay, dann. Ich nehme Zimmer 107. Dann nehme ich die 108. Ja, also ihr könnt euch das so vorstellen, das sind quasi Zimmer, also ihr habt den Flur und mittendrin sind quasi zwei Zimmer nebeneinander, und dann gegenüber die zwei Zimmer, das sind dann die vier, die euch zugewiesen wurden. Ich nehme das, was übrig bleibt, mir ist das egal, welches Zimmer. Mir ist das auch egal. Die unterscheiden sich auch nicht großartig, sind auch nicht von innen miteinander verbunden, die Zimmer. Aber bei jedem von euch, ja, ihr öffnet eure Zimmer, tretet ein, und ja, es ist sehr sauber. Es gibt nichts zu beanstanden. Die Einrichtung ist modern, nicht absolutes Top, aber richtig modern, gut. Wie gesagt, sauber. Ihr habt jeder ein relativ großes Badezimmer angeschlossen, wo Dusche, Toilette und auch eine kleine Wanne drin sind, also Badewanne. Was dann doch wieder ungewöhnlich ist. Ja, die Badezimmer haben tatsächlich auch ein Oberlicht, das heißt, ihr könnt hier auch Frischluft reinlassen. Und ja, wie gesagt, es ist sauber, es sieht gut aus. Ihr habt jeder so einen Fernseher an der Wand hängen. Alles Flachbildfernseher. Und ihr entdeckt ebenfalls, dass ihr alle einen eigenen Internetanschluss habt. Und auf eurem Bett, also quasi in der Wand, ist natürlich Strom und dann Internetanschluss. Und auf eurem Bett ist dann jeweils so eine kleine Karte, wo eine Willkommens-Schokoladentäfelchen draufsteht, und auf der Karte steht dann: Willkommen im Grand Hotel Twin Valley. Free Wi-Fi, und dann wird da das Passwort für das WLAN angegeben. Interessant. Ich würde das Zimmer aufgrund der hochtechnisierten Ausstattung, die die ja hier in der Stadt haben, mal grob untersuchen, ob da nicht irgendwie eine Kamera oder eine Wanze oder so an den üblichen verdächtigen Stellen ist. Ja, dann mach nochmal einen Wurf auf Verborgenes erkennen. Ja, du bist dir ziemlich sicher, dass du... Da ist nichts. Wunderbar. Also eigentlich bist du dir 100% sicher, dass da nichts ist. Also zumindest die Zimmer an sich werden nicht überwacht. Ja gut, das wäre auch noch schöner. Ja, dann würden sie gegen das Gesetz verstoßen. Macht die anderen das ebenfalls? Ja. Ja. Okay. Na, ja. Komm. Also sollen wir auch würfeln? Könnt ihr machen, ja. Boah, Leute. Ja, aber ihr alle stellt ziemlich schnell fest, nö. Hier scheint eine Kamera anwesend zu sein.
Auch keine Mikrofone oder sonstiges. Gut. Wir haben ja als FBI-Agenten schon gewisse, ich sage mal, Freiheiten, oder? Klar. Das heißt, wenn ich jetzt als Beispiel mich in das WLAN einlogge und dann ein bisschen, ja, ich sag mal, mein technisches Know-how spielen lasse und mal auf die Überwachungskameras zugreife, ist das, kann ich da oder werde ich dafür geahndet oder nicht? Wenn du keinen triftigen Grund dafür hättest, schon. Schade. Gut. Also ich würde meine Sachen auspacken und dann alles, was ich so am Mann brauche, dann quasi schon mal packen, wenn wir jetzt zum Tatort fahren. Heißt... zwischendurch kann ja mal... Special Agent Jeske auf Computernutzung würfeln, bitte. Ja. Bitte weiter, Mr. Moriarty. Genau, das heißt, ich würde mir grundsätzlich meinen extrem retroaktiven Notizblock einpacken. Das Vergrößerungsglas, das ich von meinem Vater habe. Und ja, natürlich die Waffe habe ich sowieso am Mann mit dem Ausweis und so weiter alles. Und dann würde ich den kleineren Koffer mit meinetwegen der grundlegenden Spurensicherungsausrüstung auch noch mitnehmen wollen. Alles klar. Das kannst du tun. Special Agent Jeske, du guckst noch ein bisschen rum und stößt dann zwangsläufig relativ schnell auf die Internetseite twinvalley.org und neben dem üblichen vorne drauf Neuigkeiten, also Newsbereich und dann die schönsten Trips in unserer Stadt und Umgebung und Touristeninformationen findest du auch eine Bürger-Login-Schaltfläche. Okay. Bürger-Login-Schaltfläche. Würde ich es schaffen, mit meinem Know-how da irgendwie reinzukommen? Kannst du versuchen, dafür müsstest du einen Computernutzungsroll machen, der allerdings schwer ist. Nee, schaffst du nicht. Ach, schwer war der letzte, ne? Nee, das ist dann extrem schwer. Schwer ist minus 1, aber... Schwer wäre eigentlich bei denen, weil du hast hier immer drei Werte. Normal, mittel und schwer. So gesehen. Oder normal, schwer, extrem. Du hast, unten steht es ja schon dabei. Du hast, der ist nicht geschafft. Ach so. Du hast so. Den Fehlschlag, genau. Und ja, also du stellst fest, das ist erstaunlich gut gesichert. Da hat zumindest, wer auch immer das programmiert hat, weiß, was er da tut. Und vermutlich, wenn du dich da jetzt richtig lange ransetzen würdest und dich da reinhacken würdest, könntest du das vermutlich umgehen, aber jetzt so auf die Schnelle kriegst du das nicht hin. Gut, dann behalte ich das auf jeden Fall im Hinterkopf, mach mir die Seite mal als Favoriten. Schnapp mir den Arbeitshandy, Arbeitslaptop, meine normale Ausrüstung und nehme aber auch mein eigenes Notebook bzw. Pad mit und mein eigenes Handy. Und wie immer zwei Powerbanks. Ja, kein Problem. Meine kleine Bewaffnungsdrohne. Was hat denn...
Professor Dr. Vogt. Verdammt, Void. Ich krieg's irgendwann noch hin. Professor Dr. Void noch so vor. Ja, ich würde tatsächlich gar nicht allzu viel machen. Ich würde halt so meinen Koffer aufs Bett packen, mir mein Stethoskop vielleicht noch einpacken für den Fall der Fälle, noch einen Notizblock und mich dann unten in die Lobby setzen, beziehungsweise in den Raucherbereich und da meine getreue alte Pfeife, die ich damals von meinem Lehrer bekommen habe, anzünden und gemütlich eine schmucken. Du weißt natürlich, Rauchen ist nicht sonderlich gern gesehen hier in der Öffentlichkeit. Allerdings tatsächlich gibt es hier unten ein separates Raucherzimmer. Also es ist nicht mal irgendwie so in der Lobby getrennt, sondern es gibt direkt ein Zimmer, das auch dann eine geschlossene Türe hat. Und wenn du dich dort hineinbegibst, kommt dann direkt der Mr. Baxter wieder zu dir und sagt dann, kann ich Ihnen irgendwas bringen? Es ist noch früh am Morgen. Ein Tee vielleicht? Ein Kaffee? Wenn Sie so fragen, ein Schwarztee mit ein Tröpfchen Milch, bitte. Aber natürlich, gerne. Ja, dann geht ihr wieder raus und kommt kurze Zeit später mit einem schwarzen Tee und einem kleinen Kännchen mit Milch dann dazu. Und wie sieht's denn aus? Gerne. Ich schreibe es mit auf die Rechnung. Was macht denn Agent Dr. Porter? Ja, ich würde mich frisch machen und meine Sachen auspacken. Erst gucken, wie sauber der Schrank ist, sonst würde ich den vorher sauber machen. Der ist fast schon klinisch, also da liegt kein Staubkorn falsch. Okay, weil das ist mir sehr wichtig, Sauberkeit, das ist so. Und ja, wenn sie ausgepackt hat, würde sie dann ihre Tasche nehmen und ja, sich schon mal runter in die Lobby begeben, um sich halt mit den anderen zu treffen. Ja, dann gehst du gerade runter, siehst, wie der Hotelier Mr. Baxter gerade wieder aus dem zu einem Raum rauskommt, auf dem Raucherraum draufsteht. Mhm. Und schaut dich dann an. Oh, Dr. Porter. Ja. Kann ich Ihnen etwas bringen? Ja, was haben Sie denn so? Haben Sie irgendein besonderes Getränk hier in dem Ort, den Sie empfehlen können? Nun, gegen Abend könnte ich Ihnen natürlich einen wunderbaren Wein hier aus der Nähe, nur aus dem Ort nicht, aber aus der Nähe empfehlen. Aber jetzt vielleicht am Morgen einen Kaffee oder einen Tee? Ja. Nee, dann lieber einen Kaffee, bitte. Aber gern. Schwarz? Aber natürlich. Gerne. Danke sehr. Ja, er verschwindet kurz in offensichtlich der Küche, kommt dann kurze Zeit später mit einem Kaffee wieder zurück, stellt ihn dir auf deinen Tisch. Es ist so ein niedriger Couchtisch, rund, und darum sind dann ein paar durchaus bequeme Kunstledersessel angeordnet. Würde ich mich in einen von denen setzen, in die Handtaschen neben mich stellen. Ja, dann bleibt er noch für so 2-3 Sekunden neben dir stehen, wartet, ob du noch etwas möchtest, und würde sich ansonsten wieder hinter seinen Tresen begeben. Ja, ich gehe davon aus, dass er das aufs Zimmer schreibt, deswegen. Ja. Gut. Gibt es sonst noch jemand etwas, das ihr machen möchtet in euren Zimmern bzw. im Hotel? Nur runtergehen und einen Kaffee trinken. Ja, dann kommt auch zu dir wieder, kommt ihr vielleicht gerade gleichzeitig runter und auch ihr werdet wieder freundlich begrüßt.
Die Herren, darf ich Ihnen auch etwas zu trinken bringen? Ein Kaffee, bitte. Schwarz? Schwedisch, bitte. Aber natürlich. Ich gucke etwas irritiert und wundere mich, dass er diese Bezeichnung kennt und bin mal gespannt, ob er mir den auch richtig serviert. Wird er tun, da ich jetzt als Spieler bzw. Spieler da keine Ahnung habe, was das ist, aber er wird das genauso bringen, wie du es haben willst. Schwedisch ist einfach blond und süß. Milch und Zucker. Okay, gut. War halt nicht mit Erlika? Nein. Nicht nach meiner Definition. Ich kenne nur diese eine Definition von Schwedisch bei Kaffee. Aber ja, wird er dir bringen. Dann schaut ihr zu Conrad Moriarty. Und für Sie? Ich nehme bitte einen Kaffee. Schwarz. Natürlich. Und ja, er bringt euch die beiden Kaffee und stellt sie dann zu Dr. Porter an den Tisch. Ihr Kollege ist bereits im Raucherbereich. Soll ich ihm Bescheid sagen? Oh, er wird wohl früher oder später rauskommen, wenn er fertig ist. Natürlich. Ja, dann begibt er sich wieder hinter seinen Tresen und ihr seht, wie er dann anfängt, irgendwas dahinter in einen Computer zu tippen und was auch immer er dann da tut. Vielleicht spielt er auch Solitär oder so, aber er vertreibt sich die Zeit. Ist ja nicht viel zu tun hier. Nee, ganz offensichtlich nicht. Mich wundert es ehrlich gesagt, dass hier noch niemand etwas weiß. Also zumindest der Hotelier nicht. Normalerweise sind doch Bars so eine Klatschansammlung-Hölle. Man muss natürlich dazu sagen, nur um euch das jetzt zu sagen, ihr habt ja die Info, dass die, Elena Scott, diese Nacht erst ins Krankenhaus eingeliefert worden ist. Das heißt, auch diese Nacht erst gefunden worden ist und es ist jetzt quasi der Morgen am nächsten Tag. Also, die ist also vorher auch gar nicht vermisst worden? Nein. Zumindest nach euren Informationen nicht. Gut. Dann nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil. Ja, ihr wartet. Und vermutlich wartet Dr. Porter auf einen Anruf vom Hilfs-Sheriff, beziehungsweise vom Deputy. Ich habe mein Handy so am Gürtel befestigt, in so einer Handyhalterung, wie man die üblicherweise hat. Es vergeht eine halbe Stunde, nachdem ihr hier unten sitzt. Okay. Stunde. Ich weiß nicht, wie lange ihr warten wollt, aber es vergeht. Wie gesagt, jetzt haben wir eine Stunde ist jetzt schon vorbei und es hat sich noch niemand gemeldet. Wisst ihr was, wir fahren jetzt einfach ins Krankenhaus. Wenn er was von uns will, kann er auch ins Krankenhaus kommen. Ich habe sich vorgestellt, also dafür, dass das so dringend ist und wir in Nacht- und Nebelaktion hierhin sollten, lässt er uns ganz schön warten, ne? Also ich würde sagen, wir fahren ins Krankenhaus und reden schon mal mit der. Mensch, ja, wach ich. Keine gute Idee. Am besten, wir schauen uns wirklich zuerst den Tatort an. Falls noch Spuren zu finden sind, die örtliche Polizei jetzt übersehen hat, haben wir jetzt noch die Chance. Je länger wir warten, desto geringer ist die Chance. Da muss ich ihm leider recht geben. Außerdem, wenn ich das eben richtig verstanden habe, ist die Miss Scott immer noch bewusstlos, was eine Befragung ein bisschen überflüssig macht. Ja, nach der Wachterei hatte ich die Hoffnung, dass wir nochmal zum Revier fahren und vielleicht doch etwas um eine vorgezogene Audienz beim Sheriff bitten.
Von mir aus. Gut. Ich gehe mal den Kollegen aus dem Räucherraum holen und dann würde ich sagen, fahren wir. Ja, ich kann aber jemand anders fahren. Von mir aus kann ich fahren. Ich würde vorschlagen, wir einigen uns irgendwie, weil macht auch keinen Sinn, wenn wir andauernd den Fahrersitz verstellen. Dann drücke ich dir den Autoschlüssel in die Hand. Nun gut. Dann würde ich zum Raucherraum gehen, kurz klopfen, den Kopf reinstecken und nur sagen, Dr. Vogt, Freud, Entschuldigung, ich kann das auch nicht. Ja. Kommen Sie, wir wollen nochmal zum Sheriff's Department fahren. Das dauert uns jetzt wirklich hier zu lange. Ja, ich hatte mich tatsächlich schon gefragt, wann wir uns auf den Weg machen. Ich komme sofort. Und ich würde meine Pfeife ausklopfen, die kurz sauber machen. Dann feststellen, dass sie noch nicht sauber genug ist. Nochmal da ein bisschen dran rumpuppeln. Aus der Tür rausgehen und fünfmal dran rütteln, um dass sie wirklich zu ist. Ja, tut mir leid. Ab und zu kommt das bei mir durch. Wollen wir? Ja. Hier. Ja, bevor ihr gerade gehen wollt, wendet sich nochmal Harold Baxter an euch. Entschuldigen Sie eine Frage noch. Kann ich Sie heute Abend für das Abendessen einplanen? Das findet wann statt? Oh, das kommt ganz drauf an, wann Sie beabsichtigen, wiederzukommen. Das ist kein Problem, aber dann können wir entsprechend vorbereiten. Ja, wir wissen leider nicht, wann wir wieder da sein werden. Das ist das Problem. Nun gut, natürlich. Kein Problem, kein Problem. So. Dann viel Erfolg bei den Ermittlungen. Danke sehr. Danke. Gut. Ja, Sie fuhren zurück zum Sheriff's Department. Genau, ihr begebt euch wieder zum Sheriff's Department, parkt dort, geht wieder rein und ja, ihr werdet wieder von James Primble, dem Deputy, begrüßt. Ah, da sind sie ja wieder. Es tut mir leid, der Sheriff ist noch nicht aus der Besprechung wieder zurück. Gut, wenn Sie dem Sheriff bitte ausrichten könnten, dass wir jetzt da sind. Letztendlich sind wir ja wegen einer zeitkritischen Sache hier und nicht als Urlaubsreise. Ja, natürlich. Es tut mir leid. Der Sheriff ist, wie gesagt, in einer wichtigen Besprechung. Er scheint so ein bisschen rumzudrucksen. Wo genau findet diese Besprechung statt? Nun, in seinem Büro. Sekunde, ich sag ihm Bescheid. Ich folge Ihnen. Es tut mir leid. Nein, ich kann Sie nicht einfach hier reinlassen. Wir sind vom FBI. Dann gucken Sie mal nach rechts, dann gehe ich einfach an Ihnen vorbei. Machen Sie einfach die Türe auf, dann kümmern wir uns schon um den Rest. Keine Sorge, wir sagen, Sie waren gerade auf dem Klo, wir haben uns selbst reingelassen. Genau. Nein, entschuldigen Sie. Ich sag dem Sheriff Bescheid. Und damit dreht er sich um und geht in eine Tür, die hinter ihm ist. Ich würde noch hinterher rufen, wo ist Lattes Kanzlerin? Genau, wenn schnell geht, macht nichts. Ja, dann steht ihr jetzt da. Ihr seht natürlich an etwas seitlich davon vier Schreibtische, an denen vier Deputies sitzen und irgendwas in Computer eintippen. Also es sieht, ja, ihr kennt das ja, ihr wart ja schon öfters in Sheriff-Büros und die machen halt ihre normale tägliche Arbeit. Sieht jedenfalls so aus. Und einer guckt zu euch rauf und guckt dann wieder auf seinen Computer und tippt dann weiter. Und ihr seht natürlich ein paar Stühle, an die man sich da hinsetzen kann. Und ja, es dauert 2 Minuten,
4, 5 Minuten und dann kommt der Deputy wieder raus. Der Sheriff ist gleich bereit für Sie. Noch 5 Minuten bitte. Nein. Okay. Schnauze voll. Es tut mir leid. Der Sheriff kommt sofort. Wenn Sie bitte Platz nehmen möchten. Nein, möchte ich nicht. Kann ich Ihnen einen Kaffee anbieten? Nein, wir wissen alle, wie euer Kaffee schmeckt. Nein, danke sehr. Wir haben einen hervorzüglichen Kaffee. Hervorzüglich. Wir haben einen hervorragenden Kaffee. Vorzüglich, ja. Vorzüglich, ja, ja. Schauen Sie, die neueste Kaffeemaschine, der deutet jetzt auf so eine, ja, tatsächlich wirklich moderne Bohnen-Kaffeemaschine. Vielleicht ein Cappuccino. Nein, danke sehr. Ein Latte Macchiato. Oder natürlich auch einfach ein Kaffee, gar kein Problem. Nein, ein Sheriff würde mir schon vollkommen reichen, danke. Wie gesagt, er kommt sofort. Es müssten jetzt noch... er kommt gleich. Er sagte nicht mehr nur 5 Minuten, sondern er sagte... Also, ich will da jetzt reingehen. Ja, wie gesagt, du kommst da nicht einfach rein, denn der Tresen ist quasi an der Wand abgeschlossen. Das Ding ist vergittert. Die Türe zu diesem Tresen ist verschlossen. Und dahinter geht die Türe dann zum Sheriff rein. Hm. Weißt du, wie ich das meine? Okay. Also ich muss mich schon sehr wundern. Ja. Entschuldigen Sie, Deputy, wo hätten Sie denn ein stilles Örtchen? Ich müsste mal. Er deutet nach links an den Schreibtischen vorbei. Hier vorne, da ist eine Toilette. Die können Sie gerne benutzen, selbstverständlich. Ich würde zu meinem Handy greifen und unseren Vorgesetzten mal anrufen. Und ihn über das, was wir jetzt hier vorfinden, quasi mal in Kenntnis setzen und fragen, wie wir weiter vorgehen sollen. Ja, dann nimmst du dein Handy und wählst die Nummer. Es klingelt kurz, also dein Handy tutet kurz. Mhm. Und dann meldet sich eine hier bekannte männliche Stimme. Director Hobbs, was kann ich für Miss Porter, Dr. Porter, entschuldigen Sie bitte. Was kann ich für Sie tun? Ja, wir haben hier ein kleines Problem. Wir sind hier in dem Ort, wie hieß er auch nochmal? Twin Vale angekommen und wollten mit dem Sheriff sprechen, doch der lässt uns warten, sieht nicht danach aus, als ob der mal irgendwie mit uns sprechen möchte. Wir werden die ganze Zeit hingehalten, dafür, dass das eine Entführung ist und alles sehr schnell gehen soll, werden wir ziemlich hier hingehalten. Inwieweit dürfen wir hier weiter agieren? Nun, agieren Sie in Ihren Möglichkeiten. Machen Sie vielleicht ein bisschen Druck. Schließlich sind Sie das FBI. Sie sind grundsätzlich weisungsbefugt gegenüber den örtlichen Ermittlungsbehörden. Allerdings, wie gesagt, wir möchten doch Streitigkeiten nach Möglichkeit vermeiden. Also seien Sie nicht zu forsch. Ja, das Problem ist, sie haben sich hier ziemlich eingeschlossen. So einfach zum Sheriff kommen wir leider nicht. Hier ist alles, ich weiß nicht, ob Sie das wissen, hier ist alles hochtechnisch weiterentwickelt. Also so, wie man sich eigentlich so einen Dorfsheriff vorstellt, das gibt's hier nicht. Tatsächlich, das ist interessant. War mir nicht bewusst, aber ist doch schön. Gut, naja, nicht, wenn man zum Sheriff will. Gut, dass die ländliche Bevölkerung mal ein bisschen auf Trab kommt. Okay, also werden wir nur, dass Sie informiert sind. Wir werden dann mal hier was, ein bisschen Druck machen, dass wir mal weiter in den Fall kommen. Natürlich, ich weiß Bescheid, kein Problem. Okay, alles gut. Dann vielen Dank und auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Bis morgen. Wie gesagt, melden Sie sich. Machen wir. Ja, dann würde ich dann das Handy wieder in die Halterung machen und nochmal zu Ernie gehen und
sagen, so, du meinst also. Ich, James Primble, den Deputy. Ja, ja, oh. Ernie und ja. Bert, Ernie. Okay. Und würde ihm sagen, okay, also uns liegt sehr viel daran, dass unsere Abteilungen miteinander arbeiten, aber wir müssen jetzt mit dem Sheriff sprechen. Jetzt, nicht in 5 Minuten, nicht in 2 Minuten, sondern jetzt. Ja, ja, ich sag doch schon, der Sheriff kommt sofort, der kommt sofort. Er kommt sofort, dann wäre er schon hier. Er hat mir doch vor 3 Minuten gesagt, er ist in 5 Minuten da. Haben Sie noch ein klein wenig Geduld, bitte? Mit wem spricht er denn gerade in seinem Meeting, bitte? Das kann ich Ihnen nicht sagen, das weiß ich nicht. Ich nehme an, nationale Sicherheit. Mute nicht, es ist ein Telefonmeeting. Heißt das so? Ja, kann man sich in das Telefonnetz von hier irgendwie... Sie wissen schon, wenn man hier mal ein Telefon benutzt und... Sie wissen schon. Verdammt. Das wäre höchst verwerflich, Ma'am. Also das habe ich jetzt nicht laut gesagt, das war jetzt meine Überlegung. Ach so, also okay, dann klar, wenn du irgendwie an Telefon hier kommst, das mit diesem Telefonnetz verbunden ist, wirst du dich dazu schalten können. Ich würde da mal zu Jeske schauen, hat er das mitbekommen? Stimmt. US-Tisch? Okay, dann würde ich immer fragen, so einfach so durch die Blume, hättest du vielleicht noch eine Idee, was wir dem Mann sagen können, in Anführungsstrichen, dass wir hier weiterkommen? Ich würde das mitbekommen und würde sagen, wir könnten ihn 2 Minuten lang anschweigen, bis dass der Sheriff kommt. Wenn der in 2 Minuten kommt. Das sehen wir dann in 2 Minuten. Und was sollen wir machen, wenn der in 2 Minuten nicht da ist? Ich würde sagen, dann lassen wir uns die Koordinaten vom Tatort gehen und schauen uns den Tatort an. Spätestens dann wird er kommen, weil es ist ja sein Tatort. Entschuldigen Sie, also obwohl, nee, er wird nicht mithören, nein, ist schon gut. Ist auch gesünder für ihn. Ja, in dem Moment geht diese Türe hinter dem Tresen auf und ein wohlbeleibter, naja, ihr würdet sagen, Klischee-Sheriff mit beiger Uniform, die Marke an der Brust heftend, ein Cowboy-Hut an, Cowboy-Stiefel, einen Pistolengurt um die Hüfte geschnallt, wo allerdings kein Revolver, sondern tatsächlich eine moderne Pistole drin sitzt und auch gesichert drin sitzt. Betritt den Raum und schaut sich um. Nun, wo sind denn die FBI-Agenten? Und er schaut sich um, guckt dann zu euch. Ah, sie müssten das sein, sie müssten das sein. Was kann ich denn für sie tun? Und dann lehnt er sich so ein bisschen über den Tresen rüber. Mach dir das, ich will ihm wehtun. Und das nächste Mal vielleicht etwas früher kommen. Ich meine, wir sind schließlich das FBI, wir sind ja auch nicht hier, weil wir Langeweile haben, nicht wahr, der Herr? Wir haben gehört, Sie haben hier einen interessanten Fall. Den würden wir uns gerne hier angucken. Ja, natürlich. Sie wurden ja bereits angekündigt. Entschuldigen Sie, ich hatte ein wichtiges Meeting. Fängt das mit der 0190er-Nummer an? Was? Nein, natürlich nicht. Es ging um die aktuellen Stadtgeschehnisse. Was kann ich denn... Was brauchen Sie denn? Was kann ich denn für euch tun? Sind wir jetzt schon bei du oder was? Entschuldigen Sie, was kann ich denn für Sie tun? Na, in erster Linie würden mal Informationen hier recht hilfreich sein zu dem Fall. Und was haben Sie denn überhaupt an Daten, an
Unterlagen, die sie uns noch aushändigen können. Nun, bislang haben wir nicht sonderlich viel. Das Opfer Elena Scott ist diese Nacht auf einer hier in der Nähe liegenden Farm aufgefunden worden, beziehungsweise John und Rose sagten, sie hat an die Türe geklopft und behauptete, sie wurde entführt. Entschuldige, wer ist John und Rose? Die Alistairs, die ihnen gehört, die Farm. Achso. Ja, sie hat an die Türe geklopft, sie haben sich um sie gekümmert, sie haben uns angerufen, wir sind natürlich direkt rüber und haben die Gute dann nach Branson ins Krankenhaus gebracht. Beziehungsweise bringen lassen. Weiter konnten wir allerdings nicht viel aus ihr herauskriegen. Sie war in einem Zustand, der eine Befragung unmöglich machte. Und deswegen sind sie doch jetzt hier, nicht wahr? Aber um ehrlich zu sein, nun, ich möchte nicht unverschämt klingen, aber das sind Probleme unserer Stadt und wir lösen die Probleme unserer Stadt lieber selber, wenn Sie verstehen, was ich meine. Scheint ja bis jetzt nicht so gut zu funktionieren. Ja, nun haben wir uns damit es Probleme ihrer Stadt bleiben und nicht von nationalen Ausmaßen gibt. Schließlich wurden hier Staatsgrenzen verletzt, da müssen wir auch mal ein bisschen aktiver werden, nicht wahr? Für irgendwas muss ja schließlich der Steuerzahler bezahlen. Nun, in der Tat. Für die Ausrüstung tut er es ja nicht. Ja. Aber nun, Sheriff Cochrane, können Sie uns vielleicht sagen, wo die Farm der Alistairs ist? Ach so, Entschuldigung, der hatte sich noch nicht vorgestellt, ne? Das war natürlich jetzt mein Fehler. Also, er stellt sich vor als Sheriff Robert T. Beauregard. Sheriff Beauregard. Können Sie uns denn sagen, wo wir die Farm der Alistairs finden? Wir würden gerne mit uns selber sprechen. Ja, natürlich, das ist gar kein Problem. Es ist nicht weit von hier. Und er holt so ein kleines Tablet drauf, ruft dann Google Maps auf, zeigt euch dann, hier ist Twin Valley und die Farm ist direkt hier unten. Es ist nicht weit. Oh. Okay. Sonst irgendwelche merkwürdigen Neuankömmlinge in der Stadt? Irgendjemand, der aufgefallen wäre? Neuankömmlinge? Nein, nein. Sie meinen außer vier komische, schwarz gekleidete Personen? Nun, ich würde sie nicht als Neuankömmlinge bezeichnen. Sie sind schließlich ermittelnde Agenten. Das respektiere ich natürlich. Aber nein, wir sind ein kleines Städtchen, das sagen wir gerne unter sich bleibt. Es gibt keine Neuankömmlinge, nein. Gelegentliche Touristen natürlich, aber nichts, was ungewöhnlich auffallen würde. Nun gut. Ihr Deputy war so freundlich und hat uns schon mal eine Kopie der Fallakte zukommen lassen. Gibt es dazu noch ergänzende Unterlagen oder ist das alles? Nun, das ist bislang alles, was wir haben. Gut, dann würden wir an. Wenn Sie weiter nichts haben, dann Tatort gibt es ja so in dem Sinne auch noch nicht. Nein, tatsächlich nicht. Wie gesagt, die hat an die Türe der Farm geklopft. Weiter sind wir auch noch nicht. Merkwürdig. Hat sich denn der Abgeordnete in irgendeiner Form mit Ihnen schon in Verbindung gesetzt? Nein, nein.
Das wiederum finde ich sehr merkwürdig. Aber gut. Dann werden wir jetzt mal die Alistairs aufsuchen. Selbstverständlich. Wir halten sie auf den Stand der Ermittlungen, sofern es nicht die nationale Sicherheit betrifft. Gerne, natürlich. Möchten Sie meine E-Mail-Adresse haben oder möchten Sie lieber anrufen? Wir können Ihnen... Beides wäre im Prinzip gut. Gut. Er nimmt sein Handy raus, tippt darauf herum und schaut dann zu euch, wem er jetzt seine digitale Visitenkarte schicken soll. Ja, kann er mir geben. Ja, dann übersendet ihr dir das und ja. Du hast dann seine Kontaktdaten. Gut, das wäre erstmal alles. Sobald wir etwas weiteres wissen, melden wir uns oder wenn wir Unterstützung oder Hilfe brauchen, gehe ich davon aus, dass wir uns an Sie wenden können. Selbstverständlich. Ich werde mich natürlich auch sofort bei Ihnen melden, wenn wir irgendetwas Neues herauskriegen. Ja, sein Sofort kennen wir ja. Hervorragend. So. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ein Kaffee vielleicht? Ach, nee. Oh. Nein, danke. Ich würde dann schon mal langsam Richtung Ausgang gehen. Ja, dann seht ihr, wie der Sheriff sich auch wieder umdreht. Hinterm Tresen so einen kleinen Karton öffnet, da einen Donut rausholt und dann sich wieder nach hinten in sein Büro begibt. Wir erfüllen echt jegliches Klischee. Das erklärt eine ganze Menge. Gesehen von der Telefonistin mit der Schreibmaschine, tatsächlich schon. Wir sind wahrscheinlich in irgendeinem anderen Raum. Vielleicht sollte der Herr mehr die Löcher essen und weniger die Donuts drumherum. Ich hoffe ja mal, das hört er nicht. Zumindest reagiert er nicht. Na dann, machen wir uns auf den Weg zur Farm. Ich kann den Typen nicht abhaben. Ich auch nicht. Trau dem nicht über den Weg. Oh. Naja, ist halt so der typische Landpolizist. Landei. Ich behalte mal im Auge. Wir sollten uns erstmal einen Überblick an der Farm verschaffen. Vielleicht ist auch tatsächlich gar nicht so viel dran, außer dass jetzt eine Staatsgrenze überquert wurde. Also mal gucken. Wenn wir dann auf dem Weg zur Farm sind, werde ich nochmal versuchen, in diese Bewohnerseite reinzukommen, was ich vorhin im Hotel schon versucht hatte. Achso, da könnten wir ja eigentlich noch hier nachfragen, ob wir dazu ein Login bekommen. Ja, der, Unterstützung. Der Deputy schaut euch nochmal an. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ich glaube, der Kollege hatte noch eine Frage wegen dem Bürger-Login. Das war doch eine Bürgerseite, Bürger-Login, oder wie hieß das? Das war quasi die TwinValley.org, so die Internetseite von der Stadt. Und da gab es eben so einen Button, wo Bürger-Login dran stand. Da musstest du halt dann Passwort, Namen und Passwort eingeben. Ich bin da vorhin auf ihrer Stadt-Homepage gestoßen und wollte mal fragen, ob es da für uns eine Möglichkeit gibt, Zugang zu bekommen. Ein Bürger-Login für die Scheide. Oh, nun, natürlich, das ist normalerweise nur für die Anwohner der Stadt begrenzt. Ich müsste fragen, ob wir Ihnen eine Art Gastkonto einrichten können.
Ein Gastkonto hat natürlich nicht Zugriff auf alles, was auf der Seite gezeigt wird, richtig? Doch vermutlich schon, es wäre nur temporär. Das geht ja noch. Haben Sie ein wenig Geduld. Kann ich Ihnen, ich werde Ihnen die Login-Daten dann zusenden, wenn es recht ist. Wollte schon Ja, sagen, mach wenn ich das. Der Chef hat meine Daten. Ja, natürlich. Ich habe sie hier vorliegen. Wollte schon sagen, wenn er jetzt wieder nach dem Kaffee fragt. Ja. Dann dusch ihm was. Er wird da durch die Gitter gezogen. So ein Kaffee wäre doch jetzt nicht verkehrt. Darf ich Ihnen einen anbieten? Du alter Kaffeeschranki. Ich habe leider, ich habe schon fast den Impuls, in meine Tasche und nach dem Skalpell zu greifen. Aber ich kann mich gerade noch zusammenreißen. Wir sind hier nicht zum Kaffee trinken. Wir sollten vielleicht erstmal etwas ermitteln, danach können wir immer noch Kaffee trinken. Er hat gerade sein Leben gerettet. Dann. Aber wenn wir auf dem Weg zur Farm sind, versuche ich das trotzdem nochmal. Einfach nur zur Sicherheit und zum Abgleich, wenn wir dann die Gastkontodaten haben. Ja, alles klar. Also ihr begebt euch auf dem Weg zur Stadt, zur Farm. Und du merkst dann ziemlich schnell, sobald ihr aus Twin Valley raus seid, so ein bisschen weiter über die Grenze hinweg, wird das Internet hier direkt deutlich schlechter. Aber zumindest ist es noch da. Und so weit ist es ja auch nicht bis zur Farm. Das heißt, du möchtest dich zuerst noch mal versuchen, so da rein zu hacken, ohne das Gastkonto. Ja? Okay. Dann mach mal einen Wurf auf Computernutzung. Nein, ich fürchte, das kriegst du nicht ohne weiteres hin. Was bei dem hohen Wert, ey. Ja, wenn man eine 99 würfelt, hat man halt echt Pech, ne? Ja. Und davor habe ich eine 94 gewürfelt und mein Wert ist 90. Manchmal soll es einfach nicht sein. Ja, und dann, ja, ihr fahrt auf diese Farm zu. Das ist relativ einfach zu finden. Ihr könnt euer Navi natürlich dementsprechend programmieren. Das leitet euch über die Straße dorthin. Und als erstes fällt euch dann auf, das ist eine einfache kleine Farm. Ihr seht drumherum scheinbar dazugehörend ein relativ kleines Kornfeld. Heißt also, ist nicht so eine Riesenplantage, wie man das von den großen Farmen, von den Konzernen kennt. Das ist ein normales kleines Kornfeld. Ihr seht eine Weide mit ein paar Milchkühen drauf, ein relativ großes Gehege für freilaufende Hühner. Und eine etwas größere Apfelbaumwiese. Und ja, ihr fahrt über so einen langen, staubigen Weg auf diese kleine Farm zu. Die sieht auch, ja, es ist eine alte Farm, aber die ist ganz ordentlich in Schuss gehalten. Jetzt nicht, dass es da super modern neu wäre, aber die sieht zumindest nicht baufällig aus. Also da scheint sich jemand gut drum zu kümmern. Und ja, ihr fahrt vor, steigt dann aus und dann öffnet sich die Türe von der Farm und ein älterer Herr, ihr würdet sagen, so grob geschätzt um die 60 rum, mit einer langen Hose, ein kariertes Hemd, so einen breitkrempigen Hut um den Kopf und einem recht langen weißen Bart, schaut euch schon entgegen. Und winkt euch dann zu. Guten Tag, die Herren, die Dame. Was kann ich denn für Sie tun? Guten Tag, wir sind Special Agents vom FBI. Wir hätten ein paar Fragen zu Elena Scott.
Oh, ja, natürlich, das arme, die arme Kleine. Kommen Sie doch rein, kommen Sie rein. Ich hoffe, Sie haben Appetit mitgebracht. Meine Frau hat gerade zwei Apfelkuchen gebacken. Ja, ich darf vorstellen, Special Agent Appetit. Oh, verzeihen Sie. Natürlich, ich bin... es überraschte mich jetzt. Natürlich, mein Name ist... John Alistair. Mr. Alistair? Treten Sie doch rein. Ja, machen. Rose, mach schon mal den Kuchen bereit. Wir brauchen ein wenig Kaffee. Es sind 4 FBI-Agenten anwesend. Sie haben Fragen zu der kleinen Elena, die diese Nacht geklopft hat. Und ihr hört von hinten, oh ja, natürlich. Und ihr hört direkt wildes Geklimper von Geschirr. Und der Herr führt euch rein. Ihr seht eine typisch urige Farm. Überall selbst gehäkelte kleine Deckchen und ältere Bilder an den Wänden. Es ist tatsächlich richtig urig hier. Allerdings seht ihr auch einen Schreibtisch, an dem ein, ja, nicht mehr ganz moderner, aber immerhin vernünftiger Computer steht. Und ja, er führt euch dann durch den Flur hindurch an einem, an einer, ja, offensichtlich Toilette vorbei. Dann habt ihr einen Abstellraum und dann öffnet sich diese Farm zu einer Küche, die die Türe verschlossen hat. Dahinter hört ihr das Geklimper und dann einen Wohnbereich, wo ein langer Esstisch steht und dann ein großer Kamin, in dem natürlich um diese Jahreszeit kein Feuer prasselt, aber da stehen eine große Couch, ein Couchtisch und zwei Sessel daneben. Nehmen Sie doch Platz, nehmen Sie Platz. Danke sehr. Alles ist mit, wie gesagt, selbst gehäkelten Decken belegt. Meine Frau kommt sofort. Was möchten Sie denn wissen? Und er stellt sich so daneben und wenn ihr euch gesetzt habt, setzt er sich dann ebenfalls auf einen der Sessel. Vielleicht erzählen Sie uns einfach mal, was gestern Abend denn geschehen ist, bevor Elena kam und eben als sie dann gekommen ist. Also der Ablauf des Abends. Bitte. Ja, natürlich, selbstverständlich. Rose und ich waren schon zu Bett gegangen, als es an der Türe klopfte und selbstverständlich waren wir überrascht, dass um diese Zeit, ich meine, um diese Zeit kommt doch niemand mehr hier aufs Land. Das war schon sehr beunruhigend. Und dann öffnet sich die Tür von der Küche und ihr seht eine ältere Dame, die so ein langes, geblümtes Kleid trägt, die Haare nach hinten zu einem Dutt gebunden hat. Ihr würdet auch sagen, vermutlich ein bisschen jünger als John, aber auch so an die 60 ran. Und hat ein Tablett. So ein hölzernes Tablett mit einer gehäkelten Decke darauf und kommt mit ein paar Tellern, einen großen selbstgebackenen Kuchen. Der Duft steigt euch direkt in die Nase vor diesem warmen Apfelkuchen und daneben eine Kanne mit Kaffee. Oh ja, sagt ihnen doch. Es war wirklich spät. So spät klopft doch hier sonst niemand. Und wenn ich mich vorstellen darf, entschuldigen Sie, ich bin, mein Name ist Rose Alistair. Wissen Sie, wir wohnen schon seit Jahrzehnten hier. Wir haben die Farm damals übernommen von den Fitzgeralds. Und seitdem wohnen wir schon hier und es sind noch nie Touristen vorbeigekommen. Das war sehr, sehr außergewöhnlich. Und währenddessen stellt sie dann ein paar Teller und Tassen auf den Tisch jeweils zu euch und fängt an, den Kuchen anzuschneiden. John, ja, schenkt doch schon mal Kaffee aus. Nein, danke, für mich nicht. Aber man muss doch den Kuchen mit einem Kaffee genießen, nicht wahr? Wir haben natürlich auch Milch und Zucker da.
Ich habe euch schon genug Kaffee getrunken. Dankeschön. Natürlich, natürlich. Aber ein Stück Kuchen darf ich Ihnen noch anbieten. Von mir aus. Sagen Sie, hat die junge Dame irgendwas gesagt, als sie hier ankam? Oh ja, entschuldigen Sie, meine Frau schweift schon mal gerne ein wenig ab. Wie gesagt, wir waren schon zu Bett gegangen und aber verrät Ihnen nichts. Was wir im Bett machen, bleibt unter uns. Und dann macht sie so ein kurzes Hihihi hinterher. Rose, beruhig dich doch mal. Also, wie gesagt, wir waren schon zu Bett gegangen, als es klopfte und es war schon spät. Ich war überrascht. Ich habe natürlich meine Flinte erstmal genommen und bin zur Tür gegangen, habe sie geöffnet. Ja, und da stand die Kleine und sie sah furchtbar aus, wissen Sie. Die ganz verfilzte Haare, die am Kopf klebten, und sie war völlig staubig und verschmutzt und die Kleidung war zerrissen. Und sie sagte, bitte helfen Sie mir, ich wurde entführt, glaube ich. Das waren ihre Worte, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und natürlich habe ich sie sofort reingelassen und ja. Ja, und vergesst nicht die ganzen, also die ganze Kleidung war schmutzig und zerrissen. Ja, sagte ich doch schon, Rose, sagte ich doch schon. Sie hat mich so an die kleine Betty Sue erinnert von früher. Wissen Sie, Betty Sue war die Tochter einer Nachbarin von uns. Sie war so ein süßes Mädchen früher. Ja, Rose, ja, das interessiert sie doch jetzt nicht. Also, die Kleine, ja, meine Frau ist mit ihr direkt ins Bad gegangen und hat sie gewaschen und ihr frische Kleidung gegeben. Und ich habe in der Zwischenzeit den Sheriff angerufen. Oh. Haben Sie die alte Kleidung noch? Ja, natürlich, haben wir. Nee, Moment, das wird Rose beantworten. Ja, natürlich. Ich habe sie frisch gewaschen und genäht. Jesus Christ. Ja, das habe ich befürchtet. Die Kleine muss doch was zum Anziehen haben. Fahren Sie ins Krankenhaus, könnten Sie es ihr vorbeibringen? Das wäre doch überfreundlich. Wie sah denn Ihre Kleidung aus? Also wo war sie zerrissen? War Blut drauf? Was können Sie uns über die Kleidung sagen? Oh nein, viel Blut war da nicht drauf. Entschuldigen Sie, meine Frau schweift gerne ab. Und er macht so einen halb bösen Blick zu seiner Frau hin. Ich habe, wie gesagt, meine Frau hat sie erstmal gewaschen und ich habe den Sheriff gerufen und dann habe ich ihr erstmal einen Bourbon eingeschenkt, damit sie wieder zu Kräften kommt. Das haben sie gut gemacht. Sind die Schuhe auch mitgewaschen worden oder hat sie die anbehalten? Sie hatte keine Schuhe mehr an, sie hatte ganz blutige Füße. Okay. So als wäre sie richtig weit und lange gelaufen. Es war schrecklich anzusehen. Inwiefern blutig? Waren da Schnitte oder waren die einfach nur punktuell verletzt? Nun, wie... bin natürlich kein Arzt, aber ich würde sagen, wie als wenn man mit nackten Füßen durch den Wald läuft. Und zwar schnell. Während wir uns da so unterhalten, habe ich mal Google Maps offen von unserer aktuellen Position. Und guck mal, wo so 10, 15, eher 15 Kilometer Umkreis weit ist, wahrscheinlich fast überall. Ja, also es gibt quasi, Moment, ich gebe euch mal die andere Map, wahrscheinlich 15 Kilometer, ja. So. Also die Farm ist ja hier und in dem Umkreis habt ihr natürlich eine Menge Einzugsgebiet. Das Naturschutzgebiet.
das Naturschutzgebiet ins Auge. Genau, das Naturschutzgebiet, aber auch sonst. Also hier gibt es eine Menge Farmen und Farmland. Allerdings auch dann eher nördlich sind auch viele große und langläufige Wälder. Wie sah die Kleidung aus? War da irgendwie bestimmtes Gestrüpp dran oder war die einfach nur mit Sand oder Erde dreckig? Oh ja, sie war ganz voller Staub und Tannennadeln. Wissen Sie, sie hatte so eine umgeschlagene Hose und dabei haben sich Tannennadeln angesammelt. Die habe ich natürlich alle direkt rausgemacht. Wo sind denn hier in der Nähe Tannenwälder? Nun, überall. Jetzt spannender wäre die Frage, wann hat sie geklopft? Haben Sie die Uhrzeit zufällig? Es muss gegen... Lass mich überlegen. Hier. Es muss gegen 11 Uhr gewesen sein abends. Hat sie vielleicht noch gesagt, aus welcher Richtung sie kam? Nein, also tut mir leid, tut mir leid. Sie hat gesagt, sie wäre, was hat sie gesagt, in einem dunklen Loch gewesen und ihre Freunde wären immer noch da. Und sie hat gesagt, Moment, sie hat das immer wieder gesagt, er will an unser Gehirn. Das war schon sehr, sehr, sehr seltsam. Ja, und dann hat sie angefangen zu zittern, hat sich auf den Boden zusammengerollt, die Beine angezogen und dann den Kopf auf die Knie gelegt und dann hat sie nichts mehr gesagt. Also wenn Sie mich fragen, hat das Mädchen und ihren Freunden hat man Schreckliches angetan. Also wenn ich so überlege. Sie war jetzt nicht großartig verletzt, nur ein paar Schrammen von Dornen und Ästen. Aber ihr hättet in ihren Augen, es war schrecklich. Ja. Unglaubliche Angst. Ist hier... Oh ja, also ich und? Würde... Ja? Und sie sagte, er ist wahnsinnig und er wird sie alle töten. Und sie sagte was von ihren drei Freunden, Bob, Tim und Mary Jo. Ja gut, wenn sie ihr das Gehirn wegnehmen, dann sind sie tot, ja. Würde Jeske mal fragen, er hatte ja bei Google Maps nachgeschaut, ob hier irgendwie in dem Umkreis irgendein verlassenes Gebäude oder sonst was ist. Weil wenn sie wirklich, ich sag mal, wenn die gesagt hat, die wollen die Gehirne, wer weiß wofür. Das sei jetzt mal dahingestellt, aber die müssen die ja an sterilen Orten, relativ sterilen Orten dann entnehmen, was auch immer sie damit vorhaben. Ja, ich guck mal bei Google, ob sich da irgendwas finden lässt. Ihre Füße waren blutig, ja? Ja, also blutig gelaufen. So wie die erzählen. Okay. Ja, nach was möchtest du denn suchen? Generell erstmal nach Gebäuden. Auch eine kleine Hütte im Wald, also was heißt Hütte, also kleines also Gebäude. Also das ist natürlich jetzt schwierig. Ihr seid hier erstens in der Nähe von einem Naturschutzgebiet und zweitens in einem so einem typischen, ich nenne es jetzt mal Freizeit- bzw. Wanderwald. Hier gibt es überall kleine Hütten, so Notunterkünfte für Wanderer, die sich verlaufen haben. Überall gibt es kleine Hütten und entsprechende Unterschlupfe. Ja, es wird in einer Ecke sein, wo nicht täglich irgendwelche Wanderer vorbeikommen könnten. Eher so eine, wo sich keiner hintraut oder wo es schwierig ist, hinzukommen. Da würden die eher hängen, als in irgendwas, wo auch irgendein Wanderer, Förster oder sonst was entlang kommen könnte. Das wiederum, da wirst du keine großartigen Hütten oder ähnliches finden. Du kannst ja mal nochmal, oder mach das dann nur Special Agent Jeske das suchen.
Ja gut, ich würde mit ihm reden und mit auf die Karte gucken, falls ich auch irgendwas sehe. Dann könnt ihr mal beide einen Wurf auf, ja, ich würde mal sagen, Bibliotheksnutzung machen. Eine Zwischenfrage. Haben wir nähere Informationen dazu, wo die Camping-Tour gemacht hat? Also einen näheren Ort als Arkansas? Bis jetzt noch nicht, nein. Hm. Okay. Ja. Special Agent Jeske. Du findest tatsächlich ein paar abgelegene Orte. Du findest in der Nähe von dem Branson Airport eine alte Villa, die da wohl mal gestanden hat, die so als ja, Geheimtipp für hier, guckt mal, da ist eine alte, gruselige Villa gilt. Dann findest du in der Nähe von Drury, da ist ein, also Drury ist auch ein kleiner Ort, der da in der Nähe des Naturschutzgebiets liegt. Und da im nördlichen Teil ist so ein Wildreservoir und daneben ist, ja, da ist so ein altes Holzfäller, also da ist so eine alte Holzfäller-Kommune gewesen. Und da sind auch noch ein paar Gebäude. Und dann haben wir noch im direkt im Naturschutzgebiet von Drury Mincy. Da gibt es offensichtlich einen stillgelegten Steinbruch. Ich weiß nicht wieso, aber irgendwie mein Bauchgefühl sagt mir, das könnte irgendwie eine Spur sein. Und dann gibt es noch in der Nähe von Twin Valley, so ein bisschen nördlich, gegenüber, also über den Fluss dann darüber. Also quasi hier in dieser Beuge, Dingens, hier in dieser Beuge drin. Da gibt es noch so ein altes, ja, heutzutage nennt man es ein Geisterdorf, so ein altes verlassenes Dorf, wo halt einfach keiner mehr wohnt. Haben wir irgendwie Informationen darüber in unseren Unterlagen, wie dieser Bob Hughes da ermordet wurde? Oder wissen wir das nur, weil Elena das gesagt hat? Also, ihr wisst nur, dass Elena gesagt hat, dass Bob wahrscheinlich auch, dass der Entführer Bob getötet hat. So. Achso, okay. Also gab es noch keine Leiche, okay. Nein. Gut. Wobei, Also lassen Lob. wir sich doch den Kuchen schmecken. Können wir die Farm auch mal hier bitte auf der Map irgendwie? Die ist hier unten da bei der Ecke da. Ich Ah, schreib's. hier. Ich mach. Ah, danke sehr. Also, wenn die so laufen kann, würde. Ah, ich würde eher sagen, ein verlassenes Dorf oder der Steinbruch. Also da sie von einem Loch gesprochen hat, das dunkel war, dafür spricht am ehesten ja ein Steinbruch. Könnte allerdings auch ein Keller sein. Ja. Oder ein Bodenschacht. Oder. Ja, weil die brauchen Ausrüstung und das alles. Ich weiß ja, wie gesagt, nicht, was sie mit dem Gehirn vorhaben, aber die können das ja nicht in irgendeinem Loch einfach aus dem Kopf schneiden und dann in den Tupperdüschen reintun. Unterhalten wir uns gerade in-game oder OC? Ingame. Also ich sag das Ingame. Also ich gehe Ja, immer davon aus, dass ihr Ingame redet. Dass die das steril machen wollen. Wir wissen doch gar nicht, wofür sie überhaupt die Gehirne haben wollen. Ja, Ich meine ich. glaube, das ist zu wörtlich. Ich denke da eher an Gehirnwäsche als an chirurgische Entfernung des Gehirns. Wo
wozu Gehirnwäsche? Warum haben sie dann den einen getötet? Wenn es nur um die Gehirnwäsche geht. Wir wissen ja noch gar nicht, ob überhaupt schon jemand getötet wurde. Auf die Aussagen des Mädchens würde ich mich jetzt erstmal nicht stützen. Sie ist natürlich keine Medizinerin. Meinen Sie, das hat etwas mit den anderen Morden zu tun? Welchen anderen Morde? Was für andere Morde? Ja, natürlich, die dann doch in den Zeitungen immer. In den letzten Monaten sind ein paar Leichen gefunden worden. Wo? Wo? Wann wurde die letzte Leiche gefunden? Oh, lassen Sie mich überlegen. Ich habe da natürlich keine Aufzeichnungen zu. Moment, ich müsste mal... wenn ich mich recht entsinne, das ist noch gar nicht so lange her. Letzten Monat? Nein, warten Sie, Anfang diesen Monat sogar. Ist noch nicht so lange her. Ist ja nett, dass der Sheriff uns darauf vielleicht mal hingewiesen hat, dass hier in letzter Zeit öfter mal was passiert. So viel zum Thema sicherste Stadt. Ich habe ja gesagt, den kann man nicht trauen. Interessant, wo sind die Leichen gefunden worden? Das weiß ich natürlich nicht. Ich bin doch nur, ich habe das nur aus der Zeitung gehört, gelesen. Wissen Sie? Und dann holt die tatsächlich dann macht die ihren Computer an. Und ihr seht dann, gucken Sie, wir kriegen jeden Tag die Tageszeitung per E-Mail als PDF. Da stand das drin. Die würde ich mir mal bitte dann mal ansehen. Ja, kannst du tun. Dann findest du einen kurzen Artikel, der ist tatsächlich wirklich sehr kurz, wo quasi in drei Sätzen beschrieben steht, dass wieder eine Leiche gefunden im Umkreis von Twin Valley. Die ist datiert, die Anzeige, auf den 16. August. Okay. Steht jetzt nicht dabei, was mit den Leichen passiert ist, oder? Nein. Das ist wirklich nur so eine mehr oder weniger kurze Notiz. Man steht auch nicht, wo die Leichen gefunden wurden. Nein. Da sollten wir auf jeden Fall den Sheriff zu befragen. Ja, das sehe ich auch schon. Ja, ich würde mir die Leichen noch gerne mal ansehen. Wer weiß, ob die überhaupt noch da sind oder zugänglich. Wolltest du Notleiche exhumieren? Ja, vielleicht wurden die auch gewaschen. Aber sowas macht man doch nicht. Die können also... Nein. Wenn es hilft, andere Leute zu schützen. Die bekreuzigt sich so kurz. Es geht einfach, ich will eigentlich wirklich nie die Totenruhe stören, aber wenn es uns hilft, dabei die Täter zu finden, um weitere Leben zu beschützen, dann würde ich das tun. Oh ja. Sache, aber ich verstehe das schon, ja. Aber keine Sorge, ich bin dazu ausgebildet, also ich darf das rein theoretisch auch. Praktisch auch. Ja, praktisch auch, ja. Bei dringendem Tatverdacht. Aber es ist trotzdem ein furchtbares ja. Vorgehen. Ich mache das auch nicht sehr gerne, aber wenn ich so weitere Leben schützen kann und den Täter finden, dann mache ich das. Oh. Probieren Sie doch den Kuchen. Und sie schiebt dann nochmal einen von den Tellern so rum. Er ist wirklich sehr gut geworden und sie selber nimmt sich dann ein Stück von dem Kuchen oder beziehungsweise der Mann von ihr nimmt sich dann so ein Stück von dem Kuchen und nimmt eine Gabel davon. Oh, der beste Apfelkuchen, weit und breit. Ja, dann würde ich tatsächlich mal so ein Stückchen probieren. Ja, also es ist ein Apfelkuchen, der ist aber wirklich, also der ist echt lecker. Wirklich sehr gut. Müsst ihr mal probieren. Vielleicht ein bisschen Sahne dabei und sie hat so ein Sprühsahnefläschchen.
Nein, danke. Ich muss auf meine Figur achten. Nein, danke. Ich bin laktoseintolerant. Vielleicht müssen wir gegen noch die Gegend rollen. Und die grinse ein bisschen rüber Richtung Hank. Rose, klopft dann Dr. Void auf die Schulter. Ach, junger Mann, Sie können ruhig noch ein bisschen zulegen. Sie haben doch nur Haut und Knochen. Danke. Das ist alles hart trainiert. Sie kannten also Elena auch privat oder war sie einfach nur bekannt hier in der Stadt? Nein, ich glaube nicht, dass sie... Ich weiß nicht, wer sie ist. Sie hat nur hier angeklopft. Sollte sie bekannt sein? Nicht unbedingt, aber... Naja, wenn sie sich schon waschen und die Kleidung... Sie hätten das arme Kind sehen sollen. Es war ein schrecklicher Anblick. Das kann man doch nicht... Ich hätte sie doch nicht einfach so... ihrem Dreck liegen lassen können. Das kann man doch nicht machen. Das ist grundsätzlich richtig. Allerdings haben sie durch das Waschen der Kleidung auch wichtige Spuren, die uns zum Täter hätten führen können, in ihrer Waschmaschine entsorgt. Was das? Oh, und sie dann scheint sie sichtlich geschockt, läuft ein bisschen rot an. Das, oh nein, darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Das tut mir furchtbar leid. Ich hoffe, die können trotzdem die Täter finden. Das ist ja, darüber habe ich nicht nachgedacht. Hat sich vielleicht irgendwas in der Waschmaschine verfangen oder sowas? In der Gummidichtung oder sowas? Was noch rausgespült wurde? Nein, ich habe die ganzen Tannennadeln und den Staub natürlich vorher aus den Kleidungen rausgekämmt. Es ist auf dem Komposthaufen im Garten, habe ich es draufgeschüttet. Was für eine Farbe hatte der Staub eigentlich? Keine Ahnung, normaler Staub. Also so Dreckstaub, also so, wenn du jetzt über den Platz fahren würdest, der Staub, der sich dann aufwirbelt. So ein Dreckstaub. Was für ein Bergwerk war das nochmal, was du da erwähnt hattest? Stein. Das war einfach ein Steinbruch. Ach, nur ein Steinbruch, schade. Stillgelegter Steinbruch. Schade. Nun, wie gesagt, wir haben es auf den Komposthaufen geschmissen. Gut, Tannennadeln und Staub, das bringt uns jetzt nicht wirklich weiter. Denn das ist überall. Das wäre eine seltene Sorte, die hier nicht so oft wächst. Wir könnten uns das zumindest mal angucken. Na gut. Sind zumindest, oder auf den Tannennadeln könnten auch noch Blutspuren sein oder was weiß ich. Genau das war auch gerade mein Gedanke. Können Sie uns sagen, wo wir den Komposthaufen finden? Oh ja, natürlich. Kommen Sie mit. Und John steht auf und führt euch da nach draußen am Haus vorbei. Und dann quasi dahinter seht ihr schon so einen relativ großen Komposthaufen, der mit Brettern eingezäunt ist. Hier vorne, kommen Sie mit. Gut, dann würde ich mal gucken, ob man da die Tannennadeln zumindest noch findet. Die müssen, ja. Mach doch mal einen Check auf verborgenes Erkennen, bitte. Ja, ich guck auch. Ja, okay, Spurensuche könnte auch noch hinhauen. Probieren wir das mal. Okay, ja, also ihr findet auf jeden Fall Tannennadeln. Das ist gar kein Problem. Die scheinen halt auch, die sind oben drauf gekippt. Allerdings von irgendwelchem, also klar, hier ist überall Staub und der übliche Sand, der durch die Gegend weht, aber ihr findet hier nichts, was irgendwie auch nur ansatzweise nach was Besonderem aussieht. Gut, dann würde ich die Tannennadeln mal in so einen
Beweismittelbeutel tun. Und entsprechend beschriften. Alles klar. Vielleicht findet man ja irgendwas drauf. Ich bin jetzt nicht unbedingt ein Forensiker. Experte, aber zumindest das, was von den wenigen Spuren noch übrig geblieben ist, sollten wir dann schon sicherstellen. Hat denn einer von euch Naturwissenschaften, Biologie? Ich. Ja, ich hab das. Dann könntest du darauf mal würfeln. Jo. Alles klar. Gut. Das ist ein extremer Erfolg. Dann, guckst du dir die Tannennadeln an und stellst dann leider zu deinem Enttäuschen fest, das sind eine Art von Tanne, die hier überall wächst. Also das ist absolut nichts Ungewöhnliches. Okay, also das sind gewöhnliche Tannen. Allerdings Nadeln. Auf jeden Fall Tannen, die hier wachsen. Aber sicher ist, dass die hier wachsen und nicht von weiter her. Also es kommt aus der Umgebung. Ja. Ja, gut. Bringt uns jetzt auch nicht wirklich weiter, weil hier stehen ja wirklich überall Bäume. Wir sind ja nur wirklich mitten auf dem Land. Ja. Wir können ja mal den Sheriff fragen, ob die vielleicht schon einen der Orte durchsucht haben, zufällig. Vielleicht sollten wir erstmal vielleicht den Vater von Elena oder die Freunde von Elena befragen, ob die vielleicht wissen, wo genau gekämpft wurde. Vielleicht können wir den Ort der Entführung dann zumindest finden, also den tatsächlichen Tatort. Nicht da, wo die sich jetzt befinden, sondern vielleicht den Zeltplatz. Und wir können da vielleicht auch Spuren finden. Yes. Gut, die Nummer vom Vater werden wir wahrscheinlich vom Sheriff bekommen können. Und Freunde, ja, das werden wir dann höchstwahrscheinlich vom Vater erfahren können oder vielleicht von der Mutter, je nachdem. In dem Moment bekommt ihr einen, ich glaube, Dr. Porter hatte die Nummern weitergegeben, ne? Ihre Kontaktdaten dem Sheriff gegeben oder war das... Jeske. Okay, dann klingelt Special Agent Jeskes Telefon. Ich guck rauf, wer mich anruft. Du siehst eine Nummer, die du nicht eingespeichert hast, die aber zumindest von der Vorwahl, oder hast du das schon komplett gespeichert, das vom Sheriff? Ja, wir hatten ja die Kontaktdaten ausgetauscht. Ja, okay, wenn du das schon gespeichert hast, dann siehst du, dass der Sheriff dich anruft. Oh, der Sheriff. Ja, dann. Dann geh ich mal ran. Ja. Hallo? Ah, ja. Special Agent Jeske? Am Apparat. Wir haben vermutlich das Wohnmobil der Entführten gefunden. Und wo? Etwas nördlich am Rand vom Drury Mincy Naturschutzgebiet. Ich schicke Ihnen die Koordinaten, dann können Sie das mit. Ich nehme an, Sie haben ein Navigationssystem im Auto. Haben wir. Er wollte sowieso danach fragen. Dankeschön. Gut, dann ich schicke Ihnen die Koordinaten. Ich habe schon zwei Leute hingeschickt. Alles klar. Aber Sie sollen bitte erstmal noch nicht anfassen. Ja, ich sage Ihnen Bescheid. Dankeschön. Ciao. Auf Wiedersehen. Sie haben das Wohnmobil von den Kids gefunden. Er schickt mir gleich den Standort rüber. Ein paar seiner Kollegen sind irgendwie auf dem Weg schon dahin. Ich hab dem aber gesagt, er soll möglichst dem Bescheid sagen, dass die da nicht anfassen, sonst werden da noch Beweismittel unnötigerweise beschädigt oder vernichtet. Ja, dein Telefon klingelt.
Du kriegst eine kurze Nachricht mit dem Standort, den du ins GPS eingeben kannst. Ja, wunderbar. Das kürzt die Fragen extremer. Die Rose kommt gerade, ist kurz verschwunden, kommt jetzt wieder aus dem Badezimmer. Hier, können Sie das dem armen Mädchen mitnehmen? Und sie hat so eine kleine Tüte, in dem dann eine Hose, ein Top und Unterwäsche drin ist. Ja, klar. Frisch gewaschen, duftet. Ich zweifle, dass einer von uns da rumschnuppern würde. Ja, aber dieser Geruch von frisch gewaschener Wäsche kommt euch direkt entgegen. Ach so. Ja. Wir werden es der jungen Dame mitnehmen, würde ich sagen. Wir müssen ja eh noch mit ihr reden. Das ist sehr nett von denen. Hoffentlich finden sie die jungen Leute noch rechtzeitig und fangen den, der sowas Furchtbares macht. Ja, wir tun unser Bestes. Ja. Möchten Sie vielleicht noch etwas Apfelkuchen für den Weg mitnehmen? Nein, danke, aber sehr freundlich. Wenn wir noch irgendwas für Sie tun können, wir sind hier, wir fahren sowieso nie weg. Wissen Sie, wir wohnen seit 40 Jahren hier und wir haben noch nie diesen Hof verlassen. Sie waren doch bestimmt schon mal in dem Bett im Kornfeld, nicht wahr? Denn das ist immer frei. Nein, selbstverständlich nicht. Wir haben immer in unserem eigenen Bett geschlafen. Ich werde es nicht mal ausprobieren. Gut. Ja, die stehen jetzt an der Veranda und schauen euch quasi nach, wenn ihr losfahrt. Vielleicht hört ihr noch, bevor ihr einsteigt, ein leises. Das sind aber nette Leute. Ich würde noch mal winken. Ja, dann winkt ihr Rose zurück. Sobald ich drin bin, gebe ich zum einen die Koordinaten ein und zum anderen gucke ich dann über Google Maps nach, ob in der Nähe von dem Ort, wo das Wohnmobil gefunden wurde. Kannst du noch mal bitte kurz pingen, wo das war? Das Wohnmobil wurde ungefähr hier gefunden. Okay, ob da in der Nähe irgendwelche von den Gebäuden, die wir jetzt vermutet hatten, zu finden sind. Da ist auf jeden Fall dieses verlassene Dorf in der Nähe. Gut, dann gucke ich mir mal das Dorf so ein bisschen per Google Maps an. Ja, von oben ist da relativ, also von oben halt über Google Maps ist da relativ wenig zu sehen. Da das, wie gesagt, verlassen ist, man sieht so zwischen den Bäumen, die das Ganze hier wahrscheinlich schon in der Zwischenzeit übernommen haben und überwuchert haben, so ein paar Hausruinen stehen. Aber mehr kann man da auf Google Maps nicht erkennen. Ich markiere mir das auf jeden Fall bei Google Maps. Ja, kein Problem. Ja, dann fahrt ihr los. Es dauert auch wieder nicht lange, bis ihr dann zu diesem Ort kommt, wo das Wohnmobil gefunden wurde. Und ja, das steht auf so einem kleinen Parkplatz, der offensichtlich eigentlich eher so zum mal eben zwischendurch Campen gedacht ist. Das heißt, es ist so ein Abzweig von einer Straße, die da entlang führt, die dann einfach in so einen Kreisel endet, wo man dann wieder umdrehen kann, zurück auf die Straße. Und in der Mitte von diesem Kreisel steht dann ein einfacher Campingtisch. Und ja, daneben steht so ein etwas älteres Wohnmobil. Weiß, die Türe ist geöffnet und daneben steht ein Streifenwagen und der eine Deputy
steht an dem Streifenwagen und den anderen seht ihr gerade nicht, als ihr angefahren kommt. Der steht dann auf, richtet sich auf, richtet nochmal seine Jacke und grüßt euch dann mit einem Handwinken, als ihr da ankommt. Und wenn ihr aussteigt, sind sie die Agents? Den habt ihr auch tatsächlich nicht in Twin Valley in dem Büro gesehen. Aber das hatte ja auch mehrere Etagen. Ja, das sind wir. Agent Smith, Agent Smith, Agent Smith und Agent Smith. Alle verwandt? Selbstverständlich. Wir sind ein Agent. Alle eine und dieselbe Person. Verstehe. Ich dachte, das wäre nur beim CIA so. Haben Sie Ihre Ausweise dabei? Selbstverständlich. Ja. Sie auch? Er deutet auf seine Marke, die an seiner Brust hängt. Wo dann da drunter steht, Stevenson. Dann deute ich auf meine FBI-Marke am Gürtel. Ich würde meinen Ausweis eben aus meiner Handtasche holen und den so aufklappen, sodass er den Ausweis sehen kann. Ja, er kontrolliert das kurz. Also guckt sich das kurz an und nickt dann. Gut, was haben wir hier? Nun, Agents, wir gehen davon aus, dass das hier das Wohnmobil der Entführten und ihrer Freunde ist, beziehungsweise das gemietete. Ist das ein Mietwagen? Wir haben das Kennzeichen kontrollieren lassen. Es ist von einer, muss ich gerade gucken, von einer Mietstation bei... Wenn ich sie jetzt finde. Natürlich nicht. Es ist von einer Mietstation in bei Washington DC. Okay. Ansonsten haben wir noch nicht wesentlich mehr gemacht. Uns wurde gesagt, wir sollten hier nicht viel machen. Mein Kollege ist schon mal reingegangen und hat ein paar Fotos gemacht, aber sonst noch nichts. Und in dem Moment seht ihr dann, wie ein zweiter Deputy wieder aus dem Wohnwagen heraustritt, hat so eine kleine Kamera in der Hand. Gut, dann würde ich mir auf jeden Fall schon mal Handschuhe anziehen. Ich auch. Und solche Überzieher für die Schuhe. Ja, ein paar Beweismittelbeutel und sowas alles. Halt den Beweismittelsicherungskoffer mitnehmen. Ich würde mich tatsächlich draußen wenig umsehen. Alles klar. Jemand könnte die Mietstation anrufen, wann das Wohnmobil gemietet wurde und von wem. Wie gesagt, das haben wir schon gecheckt. Es wurde gemietet auf den Namen Eleanor Scott und Peter Bishop als zweiten Fahrer. Gemietet vor 14 Tagen in Washington DC. Die beiden haben es abgeholt und die Mietdauer wurde vorerst auf 4 Wochen angesetzt. Ja. Mit der Option auf Verlängerung, wohlgemerkt.
Ja, gut. Das Haus war ja unweit von der Stelle, also das Dorf war ja unweit von der Stelle von Ja, dem. unweit ist jetzt relativ, ne? Das sind immer noch ja, gut 2 Kilometer und dann halt noch über einen Fluss rüber. Ja, schade. Mit meiner Drohne komme ich da nicht so einfach hin, ne? Nee, da müsstest du ein bisschen mehr, ein bisschen näher kommen. Gut, dann würde ich vorschlagen, gucken wir mal den Wohnwagen von innen an. Ich komme Du mit. schaust von innen, okay, ihr schaut von innen. Professor Dr. Voigt wollte von außen schauen. Nach was hältst du denn außen Ausschau? Ja, so nach, ich sag jetzt mal, in Anführungsstrichen ungewöhnlichen, was halt so nicht in den weiten gehört. So. Wurden eines Kampfes, Blut. Nee, also Irgendwie weder Kerle. Kampfspuren noch Blut kannst du finden. Du siehst, dass dass hier vermutlich ein kleines Lagerfeuer gemacht wurde. Das kannst du erkennen. Das ist allerdings mittlerweile auch ausgebrannt. Ansonsten ist neben dem Campingtisch ist so ein kleiner Mülleimer, der ist zur Hälfte gefüllt. Wenn du dir das genauer ansiehst, siehst du auch, dass da eine Konservendose drin ist, die scheinbar erst frisch da reingeworfen wurde, wo so ein bisschen Bohnen drin waren. Aber ansonsten kannst du hier außen nichts weiter Ungewöhnliches erkennen. Natürlich findest du hier Reifenspuren und eine ganze Anzahl an Fußabdrücken und sowas, aber das ist halt auch kein ungewöhnlicher Ort dafür, denn das scheint ja offensichtlich so ein Campinghalteplatz zu sein. Ja, wenn ihr euch den Wohnwagen von innen anschaut, könnt ihr mal auf Spurensuche würfeln? Wo ist denn der? Ah, da. Sehr gut. Also, was direkt also was auf Anhieb auffällt, ist, dass scheinbar keine Wertsachen mitgenommen wurden. Denn, wo habe ich es denn? Da habe ich es. Denn ihr findet noch zwei Smartphones. Moment, lasst mich überlegen. Ihr findet tatsächlich alle 4 Smartphones. Ihr findet einen Laptop und ihr findet auch Ausweise und Kreditkarten. In den Schränken verstaut, findet ihr noch ein paar Konserven, ein bisschen ein ja, halbwegs frisches Brot, Marmeladen. Also es sieht so aus, als wäre nichts großartig entwendet worden. Ich würde die Handys und das Laptop würde ich einpacken, um es Das nimmt mitzunehmen. natürlich alles mit. Versteht sich. Ausweise, Kreditkarten, die Alles. Handy, Laptop. Müssen wir gucken, was wir darauf finden. So, also wie gesagt, keine großartigen Gegenstände, Wertsachen. Ihr habt die Smartphones und Kreditkarten und sowas. Das Einzige, was euch vielleicht auffällt, ist, wenn die Bargeld dabei hatten, dann haben sie definitiv, hat wer auch immer dann definitiv Bargeld mitgenommen. Ansonsten sieht man hier drinnen ebenfalls keine Kampfspuren oder ähnliches.
Es sieht aus, als wäre das einfach in Anführungszeichen plötzlich verlassen worden. Wir haben halt auch nichts mitgenommen. Ob nicht auf dem Tisch rumliegen, Karte oder Informationen, wo wir als nächstes hin wollten? Nein, tatsächlich nicht. Müsste man dann mal in Ruhe die Smartphones und das Laptop sichten. Vielleicht haben die das alles digital gemacht. Das Einzige, was du sehen kannst, ist, die haben so eine kleine Pinnwand mit so einer Amerika-Karte drauf. An der Seite, so an der Seite stehen. Und da ist dann mit Pins markiert so eine grobe Route von Washington DC bis eben jetzt hier, wo ihr jetzt seid. Mit 4 Haltepunkten dazwischen. Also es geht quasi so, haben die Pins gemacht und wenn man das verfolgt, sind die über diese Route nach hier gefahren. Aber weiter geht das noch nicht. Ja, die Route würde ich mir auf jeden Fall auch mal notieren. Ja. Wir machen ein Foto davon. Ja, oder so. Ja, kein Problem. Wunderbar. Mich würde nämlich interessieren, in Verbindung, wo die Leichen gefunden wurden, die anderen. Ist der Schlüssel noch da? Vom Wohnmobil? Nein. Gut. Dann steckt der Deputy Stevenson seinen Kopf durch die Türe. Und haben Sie was gefunden? Ja, jede Menge. Im Prinzip sind die ganzen persönlichen Sachen der, ich sag jetzt mal, Kids noch da. Heißt Kreditkarten, Smartphones, Laptop. Was nicht mehr da ist, ist der Schlüssel vom Wohnmobil. Und das finde ich schon ein bisschen ungewöhnlich. Ja, vielleicht hatte den ja eins der Kids in der Tasche, als sie entführt wurden. Den Schlüssel in der Tasche, das Smartphone nicht? Vielleicht haben sie Rast gemacht und hatten, und er deutet auf dieses Lagerfeuer, das ausgebrannte, haben Lagerfeuer gemacht und wollten sich nicht aus Versehen ausschließen. Ja, aber normalerweise nimmt man sein Handy überall mit hin, gerade Teenies. Gut. Die nehmen das überall mit hin. Und wenn man aus dem Wohnmobil weiter weggeht, dann schließt man es ab. Also müssten die, wenn überrascht worden sein, oder... Ja. Da können wir nur mutmaßen. Fakt ist, der Schlüssel ist nicht da. Die restlichen... persönlichen Sachen und Wertsachen, jetzt mal abgesehen von Bargeld, sofern welches vorhanden war, ist auch alles noch da. Kampfspuren waren keine zu finden. Ansonsten müssen wir halt die Smartphones und das Laptop noch sichten. Vielleicht können wir dadurch noch etwas Genaueres rauskriegen. Ich würde dann den anderen Agent da mal fragen, was er denn alles über den Fall weiß, genau jetzt. Den, ob er jetzt vielleicht mehr Informationen hat oder nicht. Also der Stevenson. Deputy Stevenson, ja. Was kann ich denn für Sie tun, Ma'am? Was genau wissen Sie über den Fall? Sind Sie erst seit dem Elena Scott Part, sag ich mal, dazugekommen oder waren Sie schon vorher mit diesem Fall beschäftigt? Was vorher? Was meinen Sie? Also vorher stand in den Medien, dass noch diverse, oder was diverse ist jetzt übertrieben, aber mehrere andere Leichen gefunden wurden. Wissen Sie davon etwas? Oh, ja, natürlich, aber meinen Sie, das hat was damit zu tun? Das kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Wieso? Nun, weil die anderen Leichen alle Einwohner von Twin Valley waren. Ja gut, das ist denen... Wissen Sie, wo die Leichen gefunden wurden?
Das steht natürlich im Bericht. Ich kann es Ihnen aus dem Kopf nicht sagen. Können Sie uns den Bericht zuschicken? Ja, darüber hat nur der Sheriff Kontrolle. Das müsste ich beantragen. Ach, der schon wieder. Okay. Ja, das wäre dann super, wenn wir da mal erfahren könnten, was es da mit auf sich hat, damit wir da mal Vergleiche ziehen können. Vielleicht hat es was miteinander zu tun. Natürlich, wenn Sie meinen, ich sag dem Sheriff Bescheid. Ja, das wäre super. Ja. Würde er dann direkt hingehen? Und telefonieren mit ihm oder. Nee, aktuell ist er noch eher damit beschäftigt, sich den Wohnwagen anzugucken. Achso, okay. Sind noch Kleidungsstücke von denen, müssten ja theoretisch noch da sein. Sind noch Schuhe da? Ja, findest du auch. Hervorragend, dann würde ich mir zumindest mal die ganzen Schuhgrößen notieren. Mhm. Falls wir irgendwo Spuren finden, vielleicht können wir die dann besser zuordnen. Ja, kannst du tun. Gut. Dann habt ihr draußen irgendwas gefunden? Nee, tatsächlich. Nichts Besonderes. Klassischer Campingbaum. Ich hatte eigentlich mal überlegt, mit meiner Drohne mal ein bisschen zu gucken, aber das Problem ist, dass das verlassene Geisterdorf da. Das ist nur ein bisschen zu weit weg, da müsste man erst näher ran. Was wollen Sie denn in dem Deich, in dem verlassenen Dorf? Sagt der Deputy Stevenson. Ist halt einer der Orte, die wir in Betracht ziehen, wo die restlichen Jugendlichen noch verblieben sein könnten. In dem alten Dorf? Was soll denn da jemand machen? Ja, eben. Das ist ein altes, verlassenes Dorf. Ist doch ideal zum Verstecken. Was, das ist ein. Eine Gruselstätte, die benutzen die Kids aus der Umgebung als Mutprobe, um dort nachts zu übernachten. Das heißt, das ist dann doch relativ gut frequentiert durch Kinder. Ja, zumindest als ich noch jung war und er setzt so ein bescheuertes, breites Grinsen auf. Das war dann auch schon ein paar Jahre her, nicht wahr? Ach. Die Kids von heute machen doch sowas auch noch. Tja, naja. Wir haben es auf jeden Fall mal auf der Liste. Vielleicht kann uns ja dann Eleanor, wenn sie im Krankenhaus aufwacht, noch irgendetwas sagen, aus welcher Richtung sie kam, was in der Nähe war. Und dann können wir den Ort vielleicht ein bisschen näher einkreisen. Alles andere wäre jetzt bloße Mutmaßung. Ich glaube, dafür ist unsere Zeit dann auch zu kostbar, auf gut Glück die ganze Gegend zu durchsuchen. Ja. Gut, wir werden veranlassen, dass das Wohnmobil abgeschleppt wird und die Mietfirma es abholen kann. Ja, das ist gut. Wenn sonst nichts weiter ist, können wir dann hier loslegen. Wir haben soweit alles, würde ich sagen. Gut. Hat auch mit Ihnen. Habt ihr jetzt Vielen die Dank. Handys und sowas alles eingesteckt? Ja. Ja, die haben wir alle. Alles Technische haben wir erstmal mitgenommen. Alles nicht eingestellt. Ja. Ich gehe mal davon aus, dass wir irgendwo in einer größeren Stadt, wie jetzt zum Beispiel Branson, auch ein kriminalistisches Labor haben, wo wir sowas untersuchen lassen können, wenn wir es nicht selber machen. Klar. Aber zum Beispiel Laptop und Handy könnte sich ja zum Beispiel
Special Agent Jessica angucken. Da brauchen wir ja jetzt nicht unbedingt ein Kriminallabor für. Eben. Ja. Machst du dich da direkt dran? Oh ja. Dann mach doch mal einen Computernutzungswurf, bitte. Ja, alles klar. Da ist es gar kein Problem. Die haben ihre Handys nicht so wirklich gut gesichert. Da kommst du ziemlich schnell ran. Willst du nach was Bestimmtem Ausschau halten? Erstmal nur generell alles Vorhandene sichten. Okay. Da bist du ein bisschen mit beschäftigt, denn du hast da so Handys von ja, gerade Erwachsenen. Und alleine wenn du in die Galerie an Fotos gehst, siehst, hast du zigtausende an Fotos, die du durchgehen müsstest. Dann gibt es natürlich diverse Social Media Apps und Accounts, die du hier durchgehen kannst. Kann ich da für dich einen Algorithmus irgendwie schon entworfen haben? Ich hätte einen. Du schaust einfach, was in den letzten 2 Tagen passiert ist. Vielleicht Anrufe, auch. Bilder. Genau. Die letzte gewählte Rufnummer, welchen letzten Nachrichten, die sie verschickt hat. Ja, ihr schaut das so durch. Wahrscheinlich, wenn du die Handys entsperrt hast, könnt ihr euch ja auch jeder so ein Handy vornehmen. Ja. Und ja, ihr stellt relativ schnell fest, dass die eben gemeinsam einen Roadtrip durch die USA in ihren Semesterferien geplant haben. Ihr kriegt auch schnell raus, dass die alle 4 an der University, jetzt muss ich gerade gucken, wie hieß sie noch gleich? An der University of Baltimore studiert haben, beziehungsweise gerade beim Studieren sind und haben halt jetzt Semesterferien. Und ja, die wohnen tatsächlich, beziehungsweise der Wohnort von Elena ist eben ein Wohnheim in an der University. Das Ganze, die University of Baltimore ist bei Washington DC, die kennt ihr auch. Und ja, wie gesagt, die haben einen Roadtrip geplant durch die Semesterferien und ihr findet natürlich dann immer Einträge in den Social Media Kanälen und Fotos, wo sie gerade sind, und ihr könnt da relativ einfach die Route verfolgen, die sie bis jetzt genommen haben. Und die letzten Einträge, die ihr findet, auch dann mit Fotos, ist dann, dass sie eben an diesem Punkt, wo ihr jetzt seid, an diesem Camping, an dieser Campingstation Rast gemacht haben und sich überlegen wollen, wo es jetzt als nächstes hingeht. Aber sie wollen jetzt erstmal hier ein paar Tage bleiben, weil hier ist ja auch das Naturschutzgebiet, das möchten sie ein bisschen erkunden gehen. Und ja, dann irgendwann wird es weitergehen, und das letzte Foto, das ihr seht, ist, wie die 4 quasi so ein Selfie vor dem Lagerfeuer vor ihrem Campingwagen machen. Kann man da irgendwie was im Hintergrund bei denen sehen, dass sie dann zufällig mit aufgenommen haben? Nee. Hm. Selbst wenn ihr das Foto rausholt, das wird natürlich dann im Hintergrund sehr dunkel sein. Ihr könnt natürlich die Helligkeit ohne weiteres dann raufschrauben. Das wird dann natürlich sehr pixelig und schwammig, aber da ist nichts großartig zu erkennen. Okay. Also auch keine Anrufe, Nachrichten, irgendwas Besonderes? Nichts Besonderes. Natürlich gibt es immer mal wieder irgendwo dann Nachrichten zu Eltern. Ihr findet, jetzt muss ich gerade gucken, bei Elenas Telefon Nachrichten an ihre Eltern, wo natürlich dann nur Mama und Papa steht.
die dann immer mal wieder sagen, uns geht's gut, hier, wir sind jetzt hier. Macht euch keine Sorgen, alles ist in Ordnung. Und dann wieder, wir sind jetzt gerade hier und hier. Aber nichts, was irgendwie auf einen Hilferuf oder irgendwas Sonstiges hinweisen würde. Was ihr noch an dem Telefon von Elena rausfinden könnt, ist, dass in einer Nachricht steht, dass sie auf jeden Fall bei ihren Eltern in Cincinnati in Ohio vorbeischauen wollen. Yeah. Gut, das tut ja erstmal nichts zur Sache. Wir sind ja, glaube ich, weit genug von Cincinnati entfernt. Ja, deutlich. So, spannend finde ich die Nachricht bzw. die Erkenntnis, dass wir von hier aus das Naturschutzgebiet erkunden wollten. Das könnte man natürlich grundsätzlich getan haben. Von wann ist denn das Selfie? Ist das von gestrigen Abend? Das Selfie ist quasi vom gestrigen Abend um 21 Uhr. Nein, Moment, das stimmt nicht. Um 23 Uhr hat die angeklopft, dann wird das von gestern Abend von, da war es noch hell, halbwegs hell, gegen 8 Uhr. Gegen 20 Uhr, wow, die hat 15 Kilometer, läufst du nicht in 3 Stunden. Moment, lass mich kurz gucken, bevor ich jetzt was Verkehrtes sage. So, ich muss das mal ein kleines bisschen retconnen. Das Lagerfeuer ist länger als einen Tag aus. Und das letzte Foto, das ihr habt, ist quasi von 2 Tagen vorher. Okay. Hm. Und dementsprechend auch dann die Posts und sowas. Gut, das macht Sinn. So. Sehr gut. Was heißt sehr gut, aber... Tja. Wir könnten natürlich Elena, wenn sie wieder bei Bewusstsein ist, jetzt befragen. Ansonsten deuten die Hinweise, die wir hier gesammelt haben, dass die vier ja das Naturschutzgebiet erkunden wollten. Hm. Da wäre es vielleicht, könnten wir schon mal den Steinbruch in die engere Auswahl nehmen oder nochmal da im Naturschutzgebiet intensiver nach in Frage kommenden Orten suchen. Ich nur mal so als Gedankenanstoß, wenn die gesagt haben, sie wollen das Naturschutzgebiet erkunden. Ihr habt eben schon gesagt, die nehmen ihr Handy, wäre schon ungewöhnlich, dass die ihr Handy nicht mal zum Lagerfeuer mit rausnehmen. Dann würden sie das wahrscheinlich auf jeden Fall mitnehmen, wenn sie in ein Naturschutzgebiet gehen. Hm. Guter Punkt. Also wollte vielleicht jemand verhindern, dass sie ins Naturschutzgebiet gehen. Oder sie wurden abgefangen. Wurden entdeckt durch das Lagerfeuer und dann, ja. Weil so Durchreisende vermisst nicht so schnell jemand. Eigentlich ideale Beute. Extrem gesagt jetzt. Ist nur die Frage für was? Ja. Ja, die Frage stellen wir uns. Vielleicht sollten wir tatsächlich mal. Wir sollten wirklich versuchen, mit Elena zu sprechen. Genau. Ja. Ich würde die nochmal im Krankenhaus anrufen und fragen, ob sie mittlerweile wach ist. Die Schwester da. Ja, du rufst an. Das Krankenhaus meldet sich wieder.
Und du hörst wieder die Stimme von der gleichen Dame am Telefon. Guten Tag, State Hospital Branson. Was kann ich denn für Sie tun? Oh, hier ist nochmal Dr. Sky Porter. Ich hatte eben schon mal wegen der Elena Scott angerufen. Ah ja, natürlich. Ist sie mittlerweile wach? Oder ist sie immer noch bewusstlos? Nun, wach ist sie nicht. Ihre Eltern sind mittlerweile angekommen, aber sie ist stabil. Das ist schon mal gut. Können Sie irgendwie schätzen, wann sie das Bewusstsein wiedererlangt? Oder ist das einfach nur... Nun, das ist eine schwierige Schätzung. Ich habe natürlich jetzt hier keine genauen Daten, aber... Nun, aus meiner Erfahrung würde ich sagen, es dürfte nicht mehr lange dauern, vielleicht in den nächsten ein, zwei Stunden. Ich denke, sie wird hauptsächlich nur erschöpft sein. Es gab keine körperlichen Verletzungen. Okay. Nee, dann wissen wir auf jeden Fall Bescheid. Super, haben Sie vielen Dank. Können wir Ihre Ankunft vorbereiten? Ja, ich würde zu den anderen gucken und fragen, machen wir uns jetzt auf den Weg zu ihr? Macht, denke ich, Sinn. Ja. Okay. Ja, definitiv. Ja, wir werden uns auf den Weg zu ihnen machen. In Ordnung, ich sag dem Doktor Bescheid. Dann haben Sie vielen Dank. Ja, würde mich dann verabschieden und auflegen. Ja. Wollt ihr dann hier noch etwas tun oder macht ihr euch dann direkt auf den Weg Richtung Branson? Also ich würde sagen, wir markieren uns auf jeden Fall den Ort auf der Karte. Vielleicht wird es noch wichtig. Würden vielleicht noch mal ein Foto von außen machen, von dem Wohnmobil, wie es da stand. Einfach um, wenn sie Schwierigkeiten hat, sich zu erinnern, ihr vielleicht auch ein Foto zeigen zu können. Hier, pass auf, Wohnmobil. Hier, das ist euer letztes Selfie, was ist danach passiert und sowas alles, dass wir halt sowas mitnehmen, vielleicht schon vorbereitend. Alles klar, könnt ihr machen. Ja, und dann macht ihr euch auf Richtung Branson. Ja, genau. Gut, und ich würde sagen, was ihr dann in Branson herausfinden könnt, werden wir dann das nächste Mal sehen. Ob Hi. Elena dann wach ist. Ob der Doc in Branson ein bisschen was hilfsbereiter ist als die Sheriffs in Twin Valley. Ja, hope so. Gut. Diesmal haben wir ja eine FBI-Medizinerin dabei. Das sollte vom Zuständigkeitsbereich dann doch deutlich einfacher werden. Ja. Ja, dann sage ich mal Danke an euch. Hat Spaß gemacht. Danke an dich. Und ja, wir sehen dann beim nächsten Mal, wie es weitergeht. Und ja, euch da draußen, die hier zugehört haben, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es euch gefallen hat, lasst uns ein Däumchen da. Am besten wäre noch ein Kommentar, das freut uns auch immer sehr. Und ja, ansonsten bleibt mir nichts weiter zu sagen als ciao, bis zum nächsten Mal. Bye bye.